Hallihallo, hier ist Mo van VR und bei mir ist, dann steht da der affige Presser. Hallo. Moment. So, und ihr seht ja schon, was hier Phase ist, ne? Wir spielen endlich Killing Floor Incursion weiter. Das ganze Ding hat nämlich nach unserem zwar unfassbar lustigen, aber desaströsen Einsatz letzte Woche jetzt ein Update bekommen auf 1.03. Geil, ich sehe deine Schüsse. Guck mal. Also die leuchten so nach, so krass. Und ja, der Bug, an dem wir ewig gescheitert sind, das ist weg. So. Und weil wir jetzt aber euch nicht nochmal die komplette Farm-Story da zeigen wollten, machen wir jetzt ab dem Moment weiter. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich hatte mich in irgendein Online-Game eingeklinkt und war zufällig dann an der Stelle, wo mein Online-Companion eigentlich nur noch nach der Farm so einen Endgegner besiegt. Das habt ihr in dem letzten Livestream, in dem wir waren, schon mitgekriegt. Da ist dann während des Endgegners bei uns das Spiel abgestürzt. Dann haben wir es zwei, dreimal neu probiert und irgendwann dann die Schnauze voll gehabt. Und wir können jetzt an der Stelle weitermachen. Der Level ist geschafft. Das war die Farm. Und jetzt kommt Katakomben. So. Und das ist unser Job. Heute Katakomben. Schau mal, ich leuchte dich an. Siehst du das? Geil. Ich Ist ja leuchte dich auch lustig. an. Aber lustig, ich war gerade aus dem Menü draußen, hab dann im Hauptmenü auf sanftes Drehen stellen können, aber hier nicht mehr und ich hab's auch nicht. Toll, oder? Aber egal. Okay, das ist ja wirklich Oh, merkwürdig. jetzt Denn geht's, eine oder? Neuerung ist auch, hi Tammy, halbidiere. Halbidiere? Wenn man nämlich in die Einstellung geht, ist ganz neu mit dem Patch 1.3, dass man hier das sanfte Drehen einschalten kann. Das war letztes Mal aber ganz langsam, deswegen hatten wir das ausgelassen. Ich habe es einfach mal angeschaltet. Es soll nämlich jetzt schneller sein. Ja. Ich bewerf dich mit dem Messer. Lass das mal. Achso, ich habe ja hier schon das sanfte Drehen, auch im Menü, merke ich Ach gerade. so, ich nicht eben. Toll, ja. Egal. Okay. Ich Mal weiß immer gucken. gar nicht, ob ich das so besser finde, weil bei Skyrim zum Ich Beispiel auch habe ich noch. auch das Snap-Turn gelassen. Weil ich Wie irgendwie. schnell geht's? Ja, das ist schon okay, ne? Also kannst du dich schon drehen, aber jetzt muss ich tatsächlich mal den Gegentest machen. Sorry, Leute, müsst ihr noch warten. Die wilde Action startet gleich. Ich schalte jetzt mal sanftes Drehen wieder aus. So. Und jetzt. Boom, boom. Mache ich den ja. Das Nee, ist lustig. ich lasse den Snap-Turn. Mir gefällt der besser. Also, ich glaube, es ist zwar blöd für euch, weil dann macht es das Videobild immer unruhiger, aber da müsst ihr jetzt durch. So, also, alle, die zugucken, schönen guten Abend. Und ich würde sagen, wir starten, oder? Bist du bereit? Ja. Ich Ist er habe nur keinen nicht. Button, was ich machen muss. Hä? Bei mir hängt es schon wieder. Ich Okay. habe vorhin kurz mal so einen Button, ich bin bereit gehabt, aber der ist nicht da. Ah, geht Du nicht. weißt was, dann hast du den schon gedrückt. Oh. Ah, super. Kann sein, ja, das kann sein. Alter. Die Bank schaut total gut aus. Ach so, und vor allen Dingen, ne? Alles, aber es Pass mal ist auf, ja, genau, echt. wo ich das jetzt gerade sehe. Ich habe ja Das ist gestern echt. Nacht um 4 Obduction gespielt, ne? Und die Grafik da ist nicht komplexer als das hier. Hi Jörg. Aber das sah aus wie. Hör auf damit. Obduction, das sieht total verrückt aus. Ich Nimm habe dein sowas. Messer. Ich habe sowas noch nicht erlebt in VR. Also, Aber schau mal meine Messer und mein Rücken, das ist alles so, das sieht alles so gut aus, finde ich. Naja, das sieht wirklich Also gut die aus. Person Und vor allen selber. Dingen scharf. Und ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Tatsächlich, ich habe Voodoo, der hat ja Obduction für PC mal getestet, ne? Und der hat eine GTX 1080 Ti drin und er meinte, wenn er die Grafikeinstellung irgendwie hochnimmt, dann ruckelt es bei ihm. So, beim Hey Fleischsalat, beim PC kann man das halt machen, dass es gut aussieht, aber ruckelt. Bei der PlayStation geben sie einem die Option nicht, weil ruckeln bedeutet nämlich auch, dass einem schlecht wird. So, und das lässt Sony nicht zu. Und das ist irgendwo auch korrekt so. Aber dass die Entwickler so lame sind, dass sie auf dem PC mit der 1080 Ti das nicht richtig hinbekommen und auf der PlayStation vollkommen versagen, ja. Und das ist die Unreal Engine. Wir haben schon einige Spiele mit der Unreal Engine gehabt. EVE hier zum Beispiel und ach, eine ganze Handvoll, die alle wenigstens mittelmäßige Auflösung haben. Ein guter Kandidat ist Moss gewesen, also eine gute Auflösung mit der Unreal Engine, aber das ist auch überschaubar. Aber trotzdem, also Abduction, ganz kranke Scheiße. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben und jetzt töten wir Zombies. Mal ganz kurz, der Teleport hat sich auch irgendwie verbessert, habe ich das Gefühl. Aha.
Findest du nicht? Weiß ich Okay. nicht. Ich habe gar nicht teleportet. Ja. Zack. Zack. Du, ich glaube, der Teleport ist aber so komisch, weil sie mit dem Teleport auch simulieren wollen, wenn du dich ganz schnell teleportierst, kannst du ja immer abhauen, ne? Und deswegen bremsen die den Teleport manchmal. Ah, okay. Glaube ich. Aber Aber mal mal gucken. gucken. Was ist mit dem Zeug hier? Kann man nicht nehmen. Okay, die alte nervt schon wieder. It looks like Procord something about stopping. Vielleicht geht man mal dahinter. Wo bist du? Ich gucke hier der Alten zu. Echt? Ja, die sagen doch hier Sachen fürs Spielen. Kann man die nicht... Ach, man kann ihn... Versuche ihn mal zu nehmen. Ja, habe ich alles schon. Der haut da so ab. Das ist ah. lustig. Wo bist du denn? Ah, ab dem hier liegt eine fette Shotgun. Ist hinter dem... Oh, geil. Yes. Ja. Nimm mit. Aber hattest du schon mal eine Zweihandwaffe in der Hand? Ja. Das ist irgendwie komisch. Die ja, ja. sich dann. Das ist noch eine Granate. Das ist richtig komisch. Das haben wir doch im. Magst du die haben? Ich leg sie dir hin. Ich weiß nicht, Wo hast du die? Ja, ich nehme sie mal. Hä? Das ist irgendwie weg. Scheiße, scheiße, ich höre was. Oh, fuck! Vor allem, wir stehen hier hinter der Rezeption. Story Co-op geht also auch. Brauchen Sie irgendwas? Ja, Mann. Achso, da ist noch eine Axt. Da ist noch eine Axt. Willst du die noch nehmen? Oder magst du die Shotgun haben? Ja, kann ich nehmen, aber die Axt muss man immer festhalten. Die. Das Coole ist, ich hab das dass Glas man aus der Hüfte so schießen kann. Ja, Fleischsalat, wir haben doch schon eine Session gemacht. Ich dachte, du hast das schon mitgekriegt. Na klar, gibt's Co-op. Das ist ja der Witz daran, ey. Du kannst das ganze Spiel im Co-op spielen. Und, Ah, da ist noch eine Shotgun. Und es ist halt wirklich gut, ne? Ja, das ist aber ein Problem, ey. Weil du kannst eine Shotgun in der Hand halten. Und ich fand das nämlich auch komisch bei diesem Horde-Ding. Hey, Lost Assassin. Du musst halt die ganze Zeit so komisch nachladen und so. Ich hab's echt nicht so geschnallt. Und ja. wenn du zugreifst, hallo Kaska, dann ist die ja so fest vor deiner Nase, ne? Also das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich mit der Shotgun. Die hat mir irgendwie nicht so in den Kram gepasst. Du kannst aber aus da der hat man Hüfte. Immer eine Handvoll. Guck mal, jetzt ist der Text deutsch. Ich sehe etwas Seltsames in diesem sich beschädigenden Code. Greifen Sie in bla bla Taschenlampe. Ach, du musst wieder ins Scan-Modus. Mach mal deine Taschenlampe auf blau. Ja, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich fühle mich mit der Axt besser. Oh, guck mal, ich habe zwei Shotguns. Was war das denn jetzt? Die kannst du gar nicht nachladen. Nee, kannst du auch nicht. Du musst. Hier magst du die Axt wieder haben. Die ist eigentlich so lustig, finde ich. Die Axt ist auf jeden Fall effizienter. Was ist da? Da war irgendwas. Hier, schau mal, hier ist was. Wo denn? Was ist das? Ah, ich hab's erwischt. Hä? Was war da? Was war da? Da war so ein rotes Ding. Hä? Das man abballern musste. Und jetzt kann man den Knopf drücken. Okay. Tatsächlich. Okay. Weißt du was? Ich behalte mal die Shotgun in der Hand und die Axt. Ich nehme sie auf jeden Fall mit in den nächsten Raum. Ah, der wird das nämlich auch. Gerne. Guckt euch das mal an. Man kann nämlich auch nicht, wenn man die Hände nicht frei hat, dann kann man. Jetzt hat Affenpresser die Munition genommen. Okay. Dann kann man nämlich die Munition nicht nehmen, ja? Und irgendwann hat man keine Munition mehr. Also, es ist immer so lustig. Man muss sich überlegen. Oh, hier oben am Boden stand was. Quarter way there. What? Okay, wir müssen hier rein. Ich glaube, da geht's gleich auch voll ab. Normally, I use the simulations to train Horsin security officers in the art of Z-Killing. Ich finde es schade, dass man das Gewehr nicht auch irgendwie auf dem Rücken befestigen kann, oder hier vorne. Oder kann man das? Kannst du mal das? Ich glaube nicht. Ja, doch, du kannst es mit einer Waffe tauschen. Bist du sicher? Aber zumindest ist es weiß. Hi, George. George Emerson. Das ist aber nicht dein richtiger Name. Ne? Aber du kannst Shotgun und Pistole nehmen. Das ist auch cool. Ja, ich weiß. Ich kann vor allem mit dem blöden... Wie lange fährt denn dieser blöde? Das Spiel ist Hammer. Also es ist ja inhaltlich ein bisschen wie Arizona Sunshine, ne? Irgendwie. Rumlaufen, Zombies kloppen. Aber... Scheiße. Aber alles ist nee, besser die Hand, hier. Schau mal die Hand an. Hast du die Hand gesehen, wie sie rumzappelt am Boden? Nö. Siehst du die Hand? Ja, ich sehe die Hand. Ich habe nur die Hände voll. Ich kann die Hand nicht nehmen. Pass mal auf, ich leg mal das Gewehr weg. Moment. Zack. Und nimm die Hand. Also tatsächlich haben die Entwickler hier einen super Job gemacht. Ne? Reines MP. Nee. Wir spielen gerade eine Story, also die Kampagne. Aber... Zu zweit. Das kann man auch alleine spielen, ganz normal. Aber ihr könnt es auch im Koop machen.
Das sieht ja auch abgedreht aus. Ja, ich. Hallo. Oh, die Vögel da oben. Mäuse. Die Vögel? Nein, nicht Vögel, sondern Fledermäuse. Hallo. Du mit der Hand. Alter, gib her. Ja, Lost, ich gucke mir das auf jeden Fall mal wieder an, wenn ich im Rec Room bin. Hast du einen eigenen Raum? Oder scheiße, ich habe meine Waffe da liegen gelassen auf dem Presse. Du kriegst sie noch, warte. Egal, nee, ich weiß nicht. Ist wurscht, ich will eh die Hände frei haben, weil ich mag das nicht, weil man hat mit der Pumpgun hat man beide Hände blockiert. Und okay, geht nicht. Ich habe die noch nicht richtig durchstiegen. Kannst du den Arm nehmen? Die Axt ist allerdings sowieso. Guck mal, die Axt kannst du nämlich auch zweihändig nehmen. Siehst du das? Der Arm geht nicht mehr. Hammer. Gut. Ach, echt witzig. Ja, mir reicht aber auch die Axt. Weiß ich nicht. Ich glaube, dann hast du mehr Druck oder so. Na, gehen wir mal. Genau, man kann es im Koop spielen. Wir spielen gerade die Kampagne. Das ist jetzt der zweite Level. Oh, guck mal da unten. Und Affenpresser schießt die Fledermäuse tot. Und das ganze Ding ist tatsächlich ziemlich cool. Also es sieht erstmal sehr ordentlich aus. Ne? Auflösung ist cool, Detailgrad ist cool. Ich finde tatsächlich auch, Affenpresser, bleib mal stehen, ich will dich mal vorführen. Okay. Guck mal hier, auch der, jetzt ist er weg, da ist er. Der Companion hier sieht halt total detailliert und cool aus, auch die Waffen. Und ja, er hat eine Taschenlampe. Das ist ja albern. Und man kann halt total Faxe machen. Ne? Und genau, wir spielen Koop. Das ist jetzt die zweite Mission, die wir zu erledigen haben. Und ja, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich mag ja die Waffen. Ich weiß, man kann übrigens mit der linken Hand, kann man, wie ihr gesehen habt, Smooth Teleportation machen. Und mit der rechten kann man sich beamen. So? Also man schau mal da runter, wie cool das ausschaut. Das hat so. Und hier, die Steine sind voll glänzend. So glänzend. Hier, der Stein da am Boden, direkt vor den Füßen. Also der Raum hast Konstraum. Sieht so glatt aus. Aber was viel cooler ist, ist, da müssen wir da so unten runter gucken können. Das sieht so cool aus. Ah, ist nicht schlecht. Also erreicht jetzt hier nicht die Gestaltungsqualität von Farpoint, aber von der Epic her ist es schon ähnlich. Ne? So eine große Höhle, sehr schön. So, warum sie hier allerdings die ganzen Seitenbegrenzungen haben, aber kein Kabel dazwischen, ich weiß auch nicht. Das ist doch nicht sicher. Was denn? Achso, ja. Weißt du, was lustig ist? Du kannst mit der Shotgun schießen, mit dem Messer zustechen und wenn du nachladen musst, wirfst du einfach das Messer und lädst nach. Finde ich toll. Finde ich eine gute Idee. Okay. Ja, es ist ein Shooter, allerdings, also in der ersten Map mussten wir auch schon so ein Rätsel lösen und so. Ne? Das war jetzt nicht besonders schwer, aber. Oh, guck mal, von hinten kommt ein Zombie. Genau, und man kann bei den Zombies halt. Was echt ein bisschen witzig ist. So. Den Kopf abtrennen und so Sachen machen, ja. Also das Trefferverhalten der Gegner ist total cool, ja. Die reagieren hast extrem. Zwei getötet. Ja. Ja, ja, hab ich. Oh, hinter dir ist einer. Oh, hinter dir auch. Oh Gott. Und es ist irgendwie, also eine. Das ganze Spiel hat eine total coole Ragdoll-Physik. Ja, ja, ich mach schon. Pump. Die sehen aber fies aus manchmal. Und ist halt unfassbar geil. Also ihr seht das, ne? Wenn man den Kopf trifft, dann gibt es so eine Zeitlupe. Kommen da auch noch welche von hinten? Muss auch was bei dem. Ja, ja, ich sag ja, mit der Pumpgun muss man sich dran gewöhnt haben. Ja, die ist scheiße. Oh, guck mal, ich hab den die Arme abgeklopft. Der konnte gar nichts mehr machen. Du bist sogar Nahkampf, der sagt, scheiße. Aber wirklich, ey. Pass mal auf, ich zieh mal ein Messer. Und kann er auch mit dem Messer abstechen? Scheiße, allein könnte ich das nie. Das ist so okay. Und jetzt kann ich auch ist. Das Messer drehen. Jetzt musst du mal warten, ermordet den mal nicht. Zack, und werfen. Das ist so cool. So, wir gehen mal weiter hier. Affenpresser schießt um sich. Da von hinten kommen auch immer welche. Ja, komisch. So, man kann sogar die Zombies boxen, ja. Das stimmt, das vergesse ich immer. Oh Mann, so. Hinter uns sind sie noch. Ja, die spawnen hier einfach wild im Raum rum. Die entstehen auch manchmal einfach neben einem. Ich weiß auch nicht. Ach so, sind da nicht nur Kinder, hab's die Tage. Genau, und hier auf der rechten Hand sieht man halt seinen Lebenszustand, ne? Da. Und so weiter und so weiter. Und ja gut. Aber schreibt euch mal ein bisschen über Rekum, dann
machen wir so lange Pause hier. So. Meine Munition ist voll übrigens, falls du welche möchtest, ja, ich dir ein Paket. Habe ich gesehen. Weil mit der Axt ist echt krass, du musst quasi keine Munition aufnehmen. Oh mein Gott, guck dir das mal an. Da ist eine Statue unten. Das sieht krass aus. Ich brauche noch kurz die Lenkung, Steuerung. Wo ist er denn? Hier. Kommen Sie. Tante Affenpresse kommt auch. Los geht's. Und da bin ich. Oh, Statue, jetzt geht er weg. Ich hab die schon gesehen. Sieht super aus. Oh nein. Und die Krabbelzombies sind da unten. Weißt du, diese Spinnendinger. Igitt, wo sind sie? Da ist einer. Den lasse ich nicht an mich rankommen. Hä? Was ist denn hier los? Oh, der Weg, der Rückweg ist versperrt. Mann, Alter! Ja, das ist einer. Lass mal Mutanten mit der Axt dran. Der hackt ja alles weg. Hier ist übrigens noch eine zweite Axt, falls du willst. Ah ja, gerne. So, und wenn man den Kopf abhaut, dann kriegt man, wie gesagt, so eine Zeitlupenfunktion, ne? Hast du jetzt? Hier sind übrigens lauter Zombies, falls. Ja, ich helfe dir doch. Interessiert bist. Hinter uns kommen auch immer welche, das ist echt fies. Ich hab denen die Arme abgehauen, dann können sie einem nicht mehr hauen. Ey. Oh, du Mistkerl. Ich komm mal hinter dir. Hinter dir sind auch welche. Ich weiß. Passen. Man muss sich ständig drehen. Das ist echt zu lustig. So. Ich nehme mal lieber die Waffe. Messer. Ich hacke hier alle weg. Hier kommt aus jeder Ecke. Oh ja, ich habe auch schon ein bisschen Leben verloren jetzt. Das muss ich mal nachtanken. Pass mal auf. Hier, Messer. Den hat es total weggeschleudert, ey. Ganz geil. Ich kann nicht. So, da ist wieder einer. Pum. So, ihr merkt das schon, ne? Also das ist tatsächlich echt cooleres System als bei Alien the Sunshine, würde ich mal sagen. Und tatsächlich auch sehr brillant auf der PlayStation umgesetzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie sowas hier hinkriegen. Schön geschickt. Wie alter Schwede, ey. Ich alleine hätte ich das nie gekonnt. 100 eklige Zombies. Ich finde die gar nicht mehr so gruselig irgendwie. Sorry. Ja, es geht schon. Sag mal, ich brauche aber Leben. Also nicht schnell sein. Leute, ich verstehe leider nicht, was ihr schreibt. Ich weiß gar nicht, ob ihr ein Gespräch unter euch führt oder ob ihr mich meint. Genau, also ich kann Free Locomotion machen. Ja, bam, bam, bam. Aber mit der anderen Taste, Daumentaste, beamen, ja. Eine schöne Mischung, wie bei The Soulless Project. Nur, dass man hier was erleben kann und nicht nur rumläuft. Denn du hackst zu schnell. Hier ist eine Energie. Ja. Hab ich aufgenommen. Ist unter Ach, uns. Ach, hier ist noch eine. Okay. Brauchst du noch eine? Es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht genau, wenn Leute sich im Chat miteinander unterhalten, ist für mich immer ein bisschen schwierig. Brauchst du die noch oder nicht? Nee, hab ich schon. Ich bin aufgelevelt. Okay. Wo hast du die Axt eben hergeholt? Die lagen ein paar am Boden hier. Ach so, weil du... Das sah aus... Ja, das Spiel ist fantastisch. Jörg Klausson. Das Spiel ist super. Es ist eins der besten, die ich bisher gespielt habe auf der PlayStation VR. Weil es... aus den ganzen Gründen, die ich eben die ganze Zeit erzählt habe. Grafik ist fantastisch. Es macht wirklich, wirklich viel Spaß, weil das Gegner, also das Trefferfeedback der Gegner halt unglaublich ist. Ne? Wenn ihr einen mit der Axt haut, dann fliegt er auch in die entgegengesetzte Richtung und im besten Fall hackt man ihm auch noch einen Arm ab und so. Also das ist super cool. Und man hat Waffen, viele verschiedene. Wir haben Pistolen und Messer immer an unserem Körper hier. Kann ich wieder wegstecken. Du kannst sogar die Leichen von den Zombies aufheben und genau, benutzen. Du kannst sogar einen abgehackten Arm nehmen und damit den nächsten Zombie verprügeln und so. Das ist so oder den Kopf auf sie schmeißen. Irgendwie tilt dein Ton manchmal voll ab. Echt? Okay, es ruckelt auch ein bisschen. Also eben klang das so, du kannst den Kopf auf sie schmeißen und dann macht das so ein Geräusch. Aber immer nur ganz, ganz manchmal. So, und wir sind offensichtlich hier in so einer alten
Weiß ich auch nicht. Ausgrabungsstätte oder so. Oh nein, von hinten kommt ein Zombie. Den hau ich auf den Kopf. Boom, 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 boom. Ich kann nicht mehr zurück. Achso, doch, so. Mo, okay, sag mal, machst du eigentlich noch ein Video-Review? Von was? Ihr müsst, ihr oh, müsst oh, die Spinne! Die kam direkt hinter dir angelaufen. Du Arschschock. Tut mir leid, Leute. Ich verliere den Faden. Irgendwie, jeder schreibt durcheinander. Und Mo, machst du eigentlich noch ein Video-Review von Oculus Go? Schreibt jetzt einer. Gehörte das zu der Frage, machst du noch ein Video-Review von Oculus Go? Oh, oh, jetzt geht's auf. Denn ich habe ja ein Video über die Oculus Go gemacht, also würde die Frage theoretisch jetzt keinen Sinn ergeben, aber ich bin verunsichert. Wie geht denn die Tür auf? Affenpresser, mach mal die Tür auf. Der nächste Bug. Oh nein, da kommen noch Zombies. Ich glaube, wir müssen hier die Zombies erstmal alle weghackern. Gibt es Joypad-Unterstützung? Oh, da oben. Nee. Das spielt man mit den Move-Controllern. Zwei Stück, wie ihr seht. Ich hab ein Bein! Mit Joypad geht es nicht, ne? Oder? Weißt du da was davon? Keine Ahnung. Nee. Kann schon sein, aber wer will schon mit den Joypads spielen? Ich glaube, es geht tatsächlich nicht. Das ist Zwang. Oh, da kommt einer. Sie ergibt einen Sinn, ein ausführliches Review. Sie ergibt einen Sinn. Nee, tatsächlich war auch das Hands-on, was wir gemacht haben, war ein purer Zufall, weil der Dirk, die halt mitgebracht hatte, der hatte sie für eine Woche zur Verfügung. Und insofern wird es da erstmal kein ausführlicheres Review geben und so. Das ist das Wichtigste irgendwie, wie die Grafik ist, also und die Linsen und so. Und das ist halt einfach nur 3D, 2D, dreidimensionales Tracking hat und nicht sechsdimensional wie unsere PlayStation und so weiter. Das haben wir ja schon gesagt. Und der Rest ist jetzt eigentlich nur noch, was für Programme gibt es, etc., etc. Ah, jetzt geht's gleich auf, oder? Nicht gerne. Nee, tatsächlich. Also es geht gar nicht um gerne, aber wenn ich Videos produziere, die so richtig geschnitten sind und so, dann würde ich halt wahrscheinlich nur eins die Woche schaffen. Und weil ich auch einen normalen Job habe und so. Und so schaut das aus. Ne? Diese Let's Plays zum Beispiel kann man sehr easy erzeugen, weil wir jetzt gerade spielen und dabei einfach da sind. Aber ein konkretes Review zu machen, was Hand und Fuß hat, das dauert tatsächlich sehr viel Zeit. So. Und das würde ich nur machen, wenn ich ein Objekt auch selber zur Verfügung hätte. Ne? Da hinten ist übrigens so ein rotes Ding wieder. Ich geh hinter uns ist was. Wie können wir denn da hingehen? Hast du gesehen? Hier an den Wänden sind so rote Dinger. Vielleicht müssen wir die abschießen oder so. Ey. Das ist so lustig, wie du hinläufst und dich schnell in den Hals hackst. Wir müssen die abschießen. Ja, ich weiß. Aber wohin? Was meinst du, die roten Dinger? Du da hast sind überall blinken so diese roten Zappeldinger auf und die muss man abschießen, glaube ich. Hast du... Warte mal. So, und dabei... Geräusche. So Viecher auf einen Zugang. Ne? Also, ich habe jetzt meine blaue Lampe angemacht, damit ich auch sehe, die Dinger. Ich glaube, wir müssen die alle abschießen. Und dann können wir... Ich sehe kein einziges. Ich sehe ganz viele und schieße sie alle ab gerade. Du musst deine blaue Lampe anmachen. Ne? Ja. Habe ich ja. So. Da ist noch einer. Okay. Lass mal einen sehen. Ich will mal sehen. Ich sehe ihn. Ach so. Da zum Beispiel, guck mal, da rechts sehe ich jetzt drei Stück. Warte, kommt erst einer? Ja, der geht auch wieder. Schieß den Kopf. Da rechts. Also wo? Rechts, von dir. Erstellen. Pass mal auf, Lost Assassin, wenn es okay ist, würde ich dir die ganzen Rec Room-Fragen gerne zu einem anderen Zeitpunkt beantworten. Weil es ist für mich gerade schwierig. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich habe vergessen, wie man die Dinger erstellt. Ich glaube, es ist ganz einfach. Aber wir können gerne irgendwann mal eine Rec Room-Session machen, wo ich dir dann sowas erkläre. Dann bleiben wir nämlich hier im Kontext. Ich glaube, die Tür ist auf. Und ja. Kommen nicht immer so vom Thema ab. Aua. Ich hacke eure Köpfe ab. Oh, jetzt wird's aber. Sind bei dir auch so viele Gegner? Mhm. Okay. Ich dachte schon, ich wäre alleine hier. Oh.
Axt hat man, ne? Du. Ich finde die Axt echt super, ey. Die ist der Hammer. Ich mag ja die Waffen, weil die so cool aussehen. Und echt so ein cooles Feeling geben, auch wegen dem Vibration. Verdammt. Und du kannst sogar über die echte Kimme und Korn so ein ja. Oh Gott, ich finde diese Krabbeldinger so scheiße. Die kommen immer. Vor allem sieht man die nicht, wenn die unten am Boden sind, ne? Verstehe den Multi nicht. Hm. Was? Ich weiß, ich verstehe heute den Chat nicht, ey. Ich verstehe kaum, was die Jungs schreiben. Eben hat einer geschrieben, okay, verstehe den Multi nicht. Ist das ein Typ? Ist das der Multiplayer hier? Oder was genau? Was ist denn der Multi? Weiß ich auch nicht. Also das hier Game schaut aus, echt so eine Kirche, stupid aus. Was? Heute sind voll Akro alle. Ich weiß auch nicht. Aber hier schaut super aus. Schau mal, boah, geil. Schau dir das mal an mit dem Licht. Hast du gerade blaues Licht angemacht? Nee. Ja, ich hatte blaues Licht an, weil man das anmachen musste, um die... Ja, aber es sah voll fies aus. Die, Viecher da zu detecten. Oh, oh, guck mal. Oh Gott. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt klassisches so Zombie-Horror-Gameplay, ne? Dass wir mittendrin stehen und die Jungs... Oh Gott, den krass aus in der Zeitlupe. Okay, ich komm zu dir. Yeah. Ich komm hier gut klar. Pass auf, Messer. Tschak. Aber ich liebe die auch hier, der ganze Style. Oh, da, die ich finde so das Werfen so cool. Zack, Messer. Oh, jetzt kommen wieder die Typen, die sind ziemlich zäh. Sag mal, deine Pumpgun hast du aber vorhin auch liegen lassen, ne? Ja, die wollte ich nicht mehr, ich bin ja. Ah ja. Ich glaube, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wie man die richtig benutzt. Ah. Hinter dir. Jetzt, dass du jetzt sterben. Ich seh, oh Gott, jetzt geht's aber richtig ab hier. Scheiße. okay, in manchen krassen Actionphasen wird es manchmal ich bin fast tot, oder? Bisschen schwierig. Echt jetzt? Hier liegen überall... Dachte, dann musst du dir mal so ein Medizinpäckchen holen. Pump. Wo denn? Ich habe keins gesehen. Doch, da, in der Luft. In der Luft? So, ich hole mir jetzt nämlich auch mal eins am Eingang. Eins. Ich brauche Munition. Immer brauchst du irgendwas. Ich habe die komplette Munition voll. Hier ist auch Munition, da wo ich gerade stehe. Oh, da kommt auch noch einer. Da kommt ich kann keine Munition aufnehmen, weil ich voll bin. Hier ist überall Munition. Hier sind Granaten. Warte, hier sind Granaten. Ich finde die Konstruktion hier voll krass. Ja, ja, ist super. So, ich wette mit dir, dass man diese Gasflasche hier auch explodieren lassen kann. Oh, da sind Schuss. Welche. Lass uns das mal ausprobieren. Lock mal die Zombies hierher. Ah, toll. Oh, jetzt war ich gar nicht in der Nähe. Ich hätte es auch gern gesehen. Oh Mann. Kommt sicher öfter. Auf dem Presser, der wahrscheinlich. Gönnt einem auch keinen Spaß. Entschuldigung. So. Was für ein Spinnenzombie. Wo denn? Okay. Sag mal, wieso fliegt hier eigentlich die Drohne mal rum? Haben wir die irgendwie losgeschickt? Nee, ich nicht. Ich will gerne hier nochmal alles absuchen. Ach, hier ist noch eine Gasflasche, die kannst du auch abballern. Ja, die meinte ich ja. Ich meinte ja, schick mal die Zombies zurück, damit wir das sehen können. Aber du hattest ja vorne schon eine gefunden. Los, einer war da, einer, der stand direkt auf der Gasflasche. Hier ist ein Kopf mit leuchtenden Augen, das sieht total merkwürdig aus. Guck mal. Diese Totenköpfe sind verrückt. Guck mal, der hat irgendwas zu bedeuten. Der sieht irgendwie krasser aus als alle anderen. Ich bin hier hinten noch und muss mir alles anschauen. Wo, das ist so ein oben? Artefakt, glaube ich. Schau mal. Warte. Ich bin gleich bei dir. Ja, kannst du haben. Danke. Sieht voll krass aus. Verrückt. Vor allem die Zähne. Hier, fang mal. Ich mag mal dir zu. Warte, hier ist noch einer, aber der hat keine so eine Diamantenaugen. Der ist ganz normal. Ich wette, die müssen wir irgendwo reinsetzen oder irgendwie hier was damit vielleicht machen. Warte, schau mal. Hier, fang mal. Ja. Mach mal sehen, ob es geht. Zack, ja, geht. Lustig. Krass. Ja. Schade, dass du da oben nicht liegen bleibst. Ich gehe mal hier zu der Tafel. Okay. Ich glaube, da steht irgendwas. Oh, da leuchtet was. Eine Gun, glaube ich. Ah, Eco-Symph. Wie Violet.
Alter, kann ich nicht lesen. Kokosnussersatz. Oh, hier geht irgendwas ab, oder warst du das? Nee, ich bin hier hinten. Oh nee, das warst du, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit meine Axt hier in der Hand festgekrallt. Mir schwitzen schon die Hände. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass man die festnehmen muss. Aber es ist realistischer, aber blöd. Ja, naja, die Pistolen bleiben mir einfach in der Hand kleben. Guck mal, hier ist schon wieder eine Shotgun. Oh Gott, wie gruselig. Weißt du was? Wir müssen die hier draufsetzen. Ich hab's doch gewusst. Guck dir das an. Zack. Und den anderen Totenkopf müssen wir auch irgendwo draufsetzen. Ah, wo hast du den hingeworfen? Warte. Oh. Ja. Keine Ahnung. Du wieder Mist. Da ist er. Okay, ich hol ihn. Ah. Fump. Hier ist doch was. Aber sowas finde ich nett, ne? So kleine Sachen. Ist da unten nicht irgendein Zombie? Ja, ich fand das auch mit dem Benzin nachfüllen und Motor anmachen ganz nett. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist gar nicht so. Es hat eine Story. Wir spielen sie gerade. Hier, wir kommen. Wir sind in einer Simulation oder sowas. Und ich habe die Story aber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig mitbekommen. Hey, dann jetzt noch ein Arsch. Du, ich habe hier gerade eine Welle von Zombies, die mich angreifen. Ah! Ich komm mal zu dir. Nee, ich komm mal zu dir. Ah. Oh Gott, hier stehen sie auch neben mir und hinter mir. Uah. Eklig. Überall am Boden baumeln die Beine. Und am Ende heute nur noch mit dem Waffen. Shit. Meine Fresse, ey. Hast du auch nur noch die Messer? Nee, aber. Diesen ach, komischen. Hinter dir. Ich habe mich schon getötet. Gott, wir haben es geschafft, aber wir brauchen. Ja. Meine Fresse, das ist aber. Ach so, man kann ja eigentlich die Waffe einfach loslassen. Die kommt ja immer wieder in den Halfter. Man muss sie gar nicht so in den Halfter reintun. Echt? Ja, okay, ja. Ich habe sie aus Gewohnheit auch ordentlich weggesteckt. Also auf Dreieck rechts und auf Viereck links. Die oberen äußeren Knöpfe, da lässt du sie fallen. Alright. Und dann landen sie eh wieder in deinem Halfter. Ja, ich weiß so auch wie nicht. Die Messer auch. Ich fühle mich immer super wohl mit der Axt, weil die schafft richtig was weg, ey. Aber eigentlich. Ja, wir hatten hier, ich habe keine Lust, die ständig festzuhalten, das nervt. Guck mal, bleib mal hier bei mir. Wir hätten die Gasflasche da nutzen sollen hier. Guck mal. Du darfst ja auch abschießen, wenn du magst. Macht Spaß. Warte. Okay. Wow. Geil, hat mein halbes Leben gekostet. Echt? Ich wollte mal trainieren, wie das mit dieser Schrotflinte ist. Also die hat 57 Schuss, das ist gar nicht so wenig. Ich nehme die mal am Weiche mit, weil die klebt nämlich auch in der Hand, die muss man nicht festhalten, siehst du? Ja. Schon ganz gut. Ja, die ist im Nahkampf irgendwie in der Hektik nicht so geil, ne? Alright. Guck mal die Wand an. Nein. Eben war da eine rote Gasflasche. Ja, die haben wir zerschossen. Und die ist explodiert. Und die ist guck mal die Wand. Ja, ich guck die Wand an. Analysier sie. Die ist so. Tommy Ray. Hi. Moin. So. Da ist schon wieder eine Gasflasche. Ich lass die mal heil, die Gasflasche. Falls Zombies kommen, können wir uns hier zurückziehen und die in die Luft sprengen. Was hältst du davon? Geile Scheiße. Ja, finde ich gut. Finde ich ganz gut. Hier ist nämlich schon wieder irgendein ist ein Plan. Rätsel. Guck mal. Hier ist ein Kreis mit einem Kreis drin. Ein Volt auch fragen. Okay. Keine Ahnung. Hier gibt es schon wieder was zu erledigen. Ey. Shit, da fuckalo. So, wir kommen hier nicht weiter, bevor wir das Rätsel nicht gelöst haben. Achso, wir brauchen wieder die Lampe. Ach ja, die blaue Lampe. Ah, Totenkopf denn. Ja, alles klar. Und hier vorne ist so ein Teil gewesen. Das mit Gas. Genau, wenn ich auf die Flasche schieße, explodiert sie. Oh. Ich dachte, wir heben sie auf. Ja, jetzt musste ich das hier den Zuschauern noch mal zeigen. Sehr geil. So. Okay. Da ist ein Totenkopf. Aber macht das irgendwas? Hm. Nee. Da ist guter Rat teuer, wie man so schön sagt. Ne? Ist hier hinter irgendwas? Ja, dahinter ist noch was. Guck mal, da ist so ein rotes Ding wieder. Jedenfalls hatte ich eben eins. Ist ja komisch, da. Ach, scheiße. Die muss man teilweise direkt anleuchten. Da, jetzt kommt sie. Ja, toll.
least you'll be able to shoot it. Ich habe das Gefühl, Publikum ist heute mit dem Spiel total unzufrieden. Wir beide finden es voll geil und diese, ich habe es mir irgendwie voll, toller vorgestellt. Ich kann nur annehmen, ihr meint dieses Spiel. Ich weiß es nicht genau. Also die Explosion, achso, naja. Dann steht doch mal daneben. Das war schon beeindruckend. Was soll das? Hä? Was ist das denn toller wegen dieser einen Explosion? Nein, er meinte, er hat sich die Explosion toller vorgestellt. Ach so, okay. Das, wir können dem Publikum hier nicht genügend bieten heute. Außer den Monster-Spaß, den wir haben. Achso, ich glaube, wir müssen wieder hier hinter. Ja gut, es passiert ja nichts. Hallo. Doch, es ist schon frei. Guck mal, wir haben alles erledigt. Ist frei. Ach, wie hast du es jetzt frei gemacht? Indem ich die roten Dinger erschossen habe, die sichtbar sind. Die sehe ich immer mit nicht. Mit dem blauen Licht. Die siehst immer nur du. Wieso siehst du die nicht? Sehe ich nicht. Habe ich vorhin auch nicht. Wo hast du überhaupt deine Taschenlampe? Die ist nicht da. Doch, die habe ich hier. Ja. Mach sie mal an dein Ding. Warte, mit dem Meine Augen. Hängt hier vorne. Du kannst sie einfach fallen lassen, das ist lustig. Schau, ich lasse sie fallen und dann ist sie hier. Lass sie fallen auf dem äußeren oberen. Ach so, weißt du was, die steckt da in deiner Uniform, deswegen sehe ja, ich die nicht. Ja, bei dir auch, bei dir auch. Ah, okay, okay. Oh, Wasserfall. So, wie viel Schuss habe ich noch? 63, sehr gut. Alter, wie kommen wir denn hier runter? Aber ich lasse das normale Licht an. Hm? Da hinten ist ja, schon wieder so ein rotes Ding. Warte mal, ich versuche das mal zu treffen. Ich habe es getroffen. Oh, jetzt kommt hier sicher eine Brücke oder so. Irgendwas cool. Ah, cool, wie ich es gewusst habe. Was siehst du denn? Oh. Krass. Ich will die roten Dinger auch sehen und abballern. Ich weiß nicht, warum du die nicht siehst. Sag mal, wo du eins siehst, ganz genau. Okay. Jetzt sehe ich keins. Achso, vielleicht muss ich das jetzt killen. It looks like the virus has destroyed the bridge. See if you can find any infected code. Deleting it may open up a way across. Aber dieses Tor sieht super aus, so wie bei Herr der Ringe oder so. So, okay, also wir müssen tatsächlich auf jeden Fall wieder so wie an. Da oben ist einer. Siehst du den? Über dir? Da, wo ich hinleuchte, im Zentrum meines Leuchtstrahls. Nee. Echt nicht? Nein. Also aber wahrscheinlich, weil du der Server bist. Ich weiß nicht. Da, nee, habe ich nicht gesehen. Genau. Aber du müsstest die eigentlich auch sehen. Jetzt kommt das nächste Stück. Ne? Guck mal, hier. Ja, ich sehe es. Jo. Okay, ich suche auch mal mit rum, warte. Also, ich leuchte wieder blau. Bom, bom, bom. Da oben sehe ich eins. Da. Abgeschossen. Ja, gut. Ich weiß nicht, wann das Licht ist. Tut mir leid. Irgendwie. Nee, ist ja wurscht. Du bist der Server. Du bist der Server. Ganz nett gemacht, ne? Zam. So, das nächste. Achso, jetzt können wir auf einmal springen. Ach, guck mal, da unten ist es. Ach, du siehst es ja nicht. Das ist irgendwie lustig. Was ist das Rote? Das sind Viren. Wir befinden uns nämlich in einer Simulation. Ja, das Ganze hier ist eine Computersimulation. Also in der Story. Aua. Und die hat offensichtlich Viren und die müssen wir abschießen, damit es weitergeht. Ja. Und ich muss die immer mit dieser Lampe hier suchen. Der Affenpresse kann die nicht sehen. Die ist blind. Oh, jetzt finde ich aber auch komisch, meine Shotgun habe ich hier vergessen. Da ist mich nachladen. Moment. So. Und jetzt mal geht dann ein Stück Brücke hoch. Nachladen. Und ich weiß nicht, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man in VR hier drin rumsteht, ist das schon ziemlich cool alles. Das ist irgendwie wie so eine Indiana Jones Sequenz. Vor allem sieht alles eigentlich sehr schön aus. Der Boden auch, finde ich. Die Steine sind ganz schön. Sind nicht so plump, nur eine Textur oder so. Wie heißt Horst? Das heißt Horst, nicht Server. Was? Irgendwie hat einer einen Scherz gemacht, der hat gesagt, das heißt Horst, nicht Server. guck mal, ich habe schon wieder so einen Kopf hier, der ist doch bestimmt wieder für irgendwas gut, der hat nämlich Markierung. Hier ist eine Granate. Ja, behalt sie, steck sie ein. Ich habe zwei schon. Echt? Dann gib sie mir. Mhm. Ich glaube, ich hab noch keine eingesammelt. Ich brauche, glaube ich, nur wieder Waffen. So,
Jetzt müssen wir hier raus, Herr Affenpresse. Hast du eine Idee, ja? Wie wir da weiterkommen? Ach so. Ja, leuchte mal rum und schieß Dinger. Naja, guck mal, weil dieser verrückte Kopf, der hat sich eben wieder an seine Stelle gebeamt. Ich halte den mal auf die Tür. Hm? Warte mal, ich will mal... Ach so, warte mal. Du meinst, ich muss immer noch leuchten? Schade. Okay. Da, der leuchtet auf jeden Fall. Genau, der Kopf leuchtet. Vielleicht müssen wir den irgendwo nochmal zurückgehen. Nee. Da unten, das Wasser schaut verrückt aus. Weil ich sehe hier irgendwas ins Wasser. Werf ihn ins Wasser. Werf den Kopf in Wasser. Warum denn? Ja, weil hier das Wasser so leuchtet. Ich weiß nicht. Okay. Ich frag mal nach. Das Wasser leuchtet? Wo meinst du denn? Hier unten einfach, oder was? Einfach. Ja, ja. Das ist einfach... Das ist einfach nur ein Wassergischt-Effekt, Mann. Nein. Ich werf ihn runter. Der taucht dann eh wieder hier oben auf. Pass auf, guck mal dahin. Jetzt haben wir... Beschissen. Kommt nicht weiter. Oh Gott, jetzt ist er weg. Wir haben unseren Kopf verbummelt, verdammt. Nee, guck mal, jetzt ist er wieder da. Verdammt nochmal. Genau, also ja, gut, ihr seht es, ne? Es ist halt nicht nur stumpfe... Oh shit, ich habe die Handgranate fallen lassen. Oh, das gibt es nicht so schön. Es ist nicht nur stumpfe Ballerei, man muss ja sich auch ein bisschen irgendwie durchzwirbeln. Ja, Affenpresser versucht die Tür aufzuschießen. Und ich bringe mal den Kopf da hinten hin, weil mir ist etwas aufgefallen. Symbole! Ah, offen. Affe, es funktioniert. Es ist offen. Oh Gott, okay. Da kommen Zombies. Oh Gott, ich kriege echt das mit dem Nachladen von der Pumpkin habe ich nicht so raus. Du musst es irgendwie wo reinstecken. Ja, habe ich gemacht. Achso, scheiße, Leute. Manchmal ist das mit der Verzögerung auch echt nervig. Ey, lass mir auch mal ein. Ich dachte übrigens gerade, weil ich draufgeschossen habe, dass es deshalb aufging. Sehr schön. Ich habe so den Totenschädel auf die richtige Position gelegt. Mutensen hat es gemacht. Oh Gott, guck mal hier, die hängenden Mönche, das sieht ja gruselig aus. Ach, verrückt, oder? Oh, ich muss es mal anschauen mit der Lampe. Ach, verrückt. Voll geil gemacht. Es gibt ja in Italien oder so, gibt es ja wirklich so, ich war mal in der Kirche, da haben sie wirklich irgendwie so ein lauter Knochen aufgestapelt und so, das war total schräg. So eine kleine Kapelle war das. In Mailand. Okay. Achso, hier ist schon wieder ein Schädel. Zwei Schädel sogar. Und die haben die Symbole. Ja, wir müssen zurück. Pass mal auf. Kannst du die anderen Schädel nehmen, der hier liegt? Wo ist der? Hier, da wo ich hinzeige mit meinem Gewehr. Genau, ich nehme mal. Und dann gehen wir zurück und legen den auch auf die Symbole. Und dann wird alles gut. Ach da, so weit zurück, meinst du? So weit zurück, genau. Da habe ich ja den ersten Schädel auch hingelegt. Das schaffst du, komm. Wieso konntest du jetzt darüber? Ach, das geht, okay. Ah, okay, zack. Die Symbole. Und der muss darauf. Tada. Oh, shit. Was wir haben es geschafft. Oh, nein. Das ist abgeschnitten. Was? Oh Gott, was ist hier los? In great danger. Behold my giant head. Does it make you envious? Whoops. Sorry, you two. Got carried away. I don't know when I'm going to be a giant head again, so I feel I should make the most of this. They're lying to you. Sag mal, manchmal ist die Schrift Deutsch und manchmal Englisch. Das ist schräg. You're in this together. Egal, schau mal den riesen Maskenmann an. Ja. Don't trust them. Stay safe. Do not. Voll verrückt die Welt. Und hier links, diese Riesen hier links, siehst du das? Nee, scheiße, habe ich nicht gesehen. Schade. Und das sind wir wieder. So. Sehr schön. Okay. Von hinten kommen schon wieder Zombie-Drohnen. Beziehungsweise, okay. Wieso ist denn die Brücke jetzt heil? Ist ja schräg. Das ist so eine schräge Mechanik mit der Shotgun. Aber wenn man sie raus hat, geht das eigentlich. Ich liebe die Zweihandwaffen. Hinter uns. Oh, ah, Scheiße.
Jetzt habe ich es gerade richtig versaut mit der Zweihandwaffe. Eben. Grafik gut? Ja, Grafik ist gut. Scheiße, wie geht das? Oh, fuck. Alter, ich komme nicht klar. Wo bist du? Oh nein. Hier, die Presse ist eingeklemmt. Du musst da raus. Ja, ich weiß. Ach, Scheiße. Lauf bei mir vorbei. Ich gehe zum hinteren Eingang. Fuck, ey. Alter, Scheiße. Ist das ein... Die Nerven ganz schön krass. Ich hole mir mal hier Energie. Ganz easy chili. Zeitlupe. Sehr schön. Oh Gott, Zeitlupe ist ganz schlimm. Da sieht man die Monster noch viel genau. Ich hab Scheiße. Mich mal in die Wand gestellt, dann kann ich von hinten kommen. Oh mein Gott. Komm mal ganz in den Tempel rein. Komm mal ja, in den ja, Tempel warte, rein. Warte. Ich habe gerade meine Pumpgun liegen lassen. Weil ich nicht mehr klar gekommen bin. Alter. Oh, Schande. Meine Fresse. Die sind aber ganz schön aufdringlich, die Biester. So. Ja. Ich krieg das, wenn die so nah dran sind, dann krieg ich das echt nicht mit dem Nachgelade hin. Guck mal, jetzt ist es wieder auf Deutsch. Alles okay, Halluzination, bla bla bla. Das Spiel ist total konfus. Aber lustig. Ja, aber wieso haben sie denn so eine halbe Übersetzung? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Brauchst du Energie? Ja, dringend. Oh Gott, massiv. Hier. Ich bin total down. Hier ist alles, schnell. Ja, ich folge dir, aber sehe nichts. Hä? War aber eins. Hast du wahrscheinlich aufgesammelt. Da hinten Nein, ist eins. Nein, sonst hätte ich ja mehr Energie. Komisch. Zack, so. Wo ist es hin? Guck mal, wie blutig die Waffe ist, ey. Das sieht krass aus. Oh Gott. Diese, geh mal dahin, wo ich stand. Diese verfluchten Zombies. Ich hätte gerne so eine M16 oder so, weißt du, so eine Maschinenpistole. Ja, nur ich finde, das ist so ein bisschen blöd mit den Zweihandwaffen. Naja. Ich mag das nicht. Nee, das ist hier blöd, wenn man so nachladen muss. Mit dem anderen Ding, das hältst du und ratterst einfach nur vor dich hin. Das funktioniert. Ah, da, Energie, warte. Big Z below. Oh, siehst du das? Was denn? Da steht Big Z below. Diese Zombies hier nennen sie ja immer Z. Ja, und irgendein Riese ist da unten. Jetzt kommen wir zum Endboss wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Hier gibt's noch Energie, brauchst du noch was? Nee, ich bin voll. Achso, da unten ist wahrscheinlich der Endkampf, Alter. Okay. Atom. Dann gehen wir da hin. Nein, ich finde aber ganz cool mit diesen Brücken und so. Es schaut schon irgendwie lustig aus. Jo. Oh. Und dann diese komische Kirche, total verrückt. Ah. Soll ich hier runter? Springen. Oh nee, es gibt nur Teleport. Anderen Weg gibt's nicht. Also Patronen brauche ich nicht. Aber bisher gab es nur eine Waffe. Also die M16 oder was auch immer, die habe ich bisher nicht gesehen. Na, wir hatten doch in dem Horde-Modus hatten wir schon alle Waffen, die man wahrscheinlich später auch kriegt, schätze ich mal. Okay. Guck mal, da ist noch eine Handgranate. Die schnappe ich mir. Wobei, ich bin ganz unsicher. Da unten. Leg mal das Gewehr kurz ab. Nimm es in die andere Hand. Scheiße. Ich hab's irgendwie nicht drauf, die Handgranate in meinen Gürtel zu stecken. Jetzt ist sie da. Alright. Wobei in der Hektik die Handgranaten rauszufummeln, finde ich auch ziemlich krass. Aber weißt du, was ich auch geil finde? Schau mal. Die Waffen. Achso, bei mir. Du siehst bei mir jetzt nicht das Blut, oder? Nee, genau. Aber die sind unterschiedlich blutig. Das ist echt witzig. Ja, ich gehe mal davon aus. Man hat nämlich im Horde-Modus kriegt man alle Waffen zur Verfügung gestellt. Und da sind Katanas und ich habe mir die gar nicht alles gemerkt. Also Maschinenpistolen und so, Zeit. Und wie lange das Spiel dauert, wissen wir nicht, denn wir sind noch mitten am Anfang. Was kostet das Spiel, weißt du das? 30 Euro, ne? Ja. Ja. 29 Euro. Und ich würde mal sagen, also ich finde, das ist tatsächlich einen Cent wert. Denn in Paris kommen noch einige. Vielleicht hat er es schon gespielt. Das nächste Level heißt Paris. Ja, echt? Ja, ich glaube schon. Ich komme hier gerade nicht mehr weggehen. Oh Gott, was will dieses Ding? Das Ding dreht durch. Hörst du mir zu? Ja, du kannst nicht weggehen. Teleportier dich. Nee, ich kann nicht. Waffen. Jetzt geht's. Jetzt ging der Satz weiter. In Paris gibt es noch einige und jetzt Waffen. Okay, scheiße, ich hab Schiss. Das wird bestimmt ätzend. So viel. Hier sind gerade... Ja.
Granaten nutzen und vor allem die roten Dinge abballern, wenn aber viele da sind, ja? Oh oh. Ja, ich weiß die Gesamtlänge nicht. Hat es jemand schon durchgespielt, der zuschaut vielleicht? Ich glaube 3 bis 5 Stunden, oh Gott. Oh Gott. Ich habe jetzt schon Schiss. Ich glaube bestimmt das schlimme Vieh. Oh, da ist er. Ah, ja. Oh, ich wollte gar nicht draufballern. Warum geht das auf mich los? So, gut, so, ich schieße von hinten gemütlich. Ach, guck mal, der Typ beackert die Zombies auch, hast du gesehen? Also der zerfeuert auch die anderen Zombies, wenn man ihn... Oh Gott, ist das gruselig. Ah, fuck. Ich helfe dir. Ja, ich komme mal zu dir. Der rennt immer so auf einen zu. Das ist doch fies. Oh, fies. Boah, ich dachte, er läuft jetzt auf dich zu. Dachte ich auch. So ein Arschloch. Oh, die Unsichtbare. Scheiße. Scheiße. Ich kann leider... Ey, das ist ja auch fies, wenn du... Yeah. Es hat geklappt. Ich habe hier stehen lassen. Oh. Oh, fuck. Ich bin tot, glaube ich, oder? Oh nein, ich bin nicht tot, aber total am Ende. Nein, du bist tot. Echt jetzt? Oh Gott, dann musst du da bleiben und so lange verteidigen, bis ich wieder lebe. Ah, versuch das mal. Scheiße. Oh Gott, hier geht's aber schwierig. Ja, du musst trotzdem in der Kugel bleiben, es hilft nichts. Nicht wegbeamen, auf keinen Fall. Oh. Nein, ich kann nicht anders, die töten mich ja auch. Verdammt. Ich musste sie erst weglocken. Ja, ich habe mich mit meinem blöden Granatentrick selbst in die Luft gesprengt. Oh Gott! Ja, ich bin wieder da. Alles klar. Oh Gott, und ich sterbe gleich. Nein, du stirbst nicht. Alles wird gut. Weil ich mich heile. Wie viel Leben habe ich denn? Ich bleib mal hier stehen, wenn er hier ist, schieß auf die Dings. Ja, mach das. Auf die. Okay. Auf die. Ich beam mich weg und dann schießt du drauf, ja? Wo drauf denn, um Gottes Willen? Warte mal. Auf die rote, warte. Genau. Okay. Ah, guck mal, das war's schon. Yeah. Echt? Scheiße. Ja. Schade. Ich bin voll erledigt. Alter Schwede. Das war jetzt nicht schön. Naja. Wir sind halt Profis, ne? Und auch noch eine Abwehr. Er hätte jetzt auch was von Paris gesagt. Es geht tatsächlich nach Paris. Okay. Wir sind hier fertig. Wo ist die DNA? Die DNA ist... Da. Per se, wo bist du denn? Ach, da. Ich hab sie auch genommen. Sehr gut. Und jetzt hier rein oder wie? Aber schauen wir uns doch mal kurz den Wasserfall an. Und diese Riesenfigur. Alright, okay. Und die Fledermäuse sehen cool aus. Alles cool. War PS VR Worlds dabei, wo du... Nee. Wo du warst? Ja, ich habe leider nicht so schnell gelesen. VR Worlds habe ich mir einzeln gekauft, glaube ich. Also ich habe nie so ein Bundle gehabt oder so. Ich habe mir das alles einzeln zusammen gekauft. 2016, da hatten sie noch keine Package-Angebote für... PSVR. So, bist du so weh? Das Messer aus der Nähe schaut super aus. Ja, ich bin ja schon drin. Moment, Messer. Mal, ganz nah. Meine Pistolen an. Alles ist total blutig und sieht echt krass aus. So, ich komme zu dir. Aua. Hey. Hast du schon mal in den Kopf geschossen? Dir selber? Ja, mach mal, ist lustig. Wie? Ja, einfach die Waffe ins Gesicht halten. Nein, sowas mache ich nicht. Das ist Gotteslästerung. Weißt du das nicht? Das ja, genau. Alles, was wir hier machen, ist Gotteslästerung. So, wie lange haben wir denn jetzt für diesen Level gebraucht? Frag ich mich gerade. Ich glaube, eine Stunde. Echt jetzt? Das kann doch nicht sein. Nee.
20, ja, doch, circa. 20, echt jetzt? 50 Minuten nur. Okay. Weißt du, wie viel das gibt? Ich? Ja? Nee. Ich auch nicht. Mir tut da mein Arsch weh vom Sitzen. Aua, ich steh mal kurz auf. Oh. Tja, also, wie gesagt, ne, Zwischenfazit ist, das Ding ist einfach der Hammer. Also, es ist so spaßig. Ah. Guck mal, was wir jetzt alles an Waffenauswahl haben. Zack, zack, zack. Steck's in ein Holster. Bum, bum. Sehr spaßiges Game. Technik ist brillant. Was will man mehr? Nimmst du... Scheiße. Ich nehme ein Messer. Dreh es um. Warte, man kann das eigentlich werfen. Online? Puh, geil. Man kann die Axt auch werfen. Warte mal kurz. Morgen ist Mittwoch, ne? Ja, ich denke, morgen mache ich auch irgendwas, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß noch nicht, wie weit wir heute kommen mit diesem Spiel hier. Ich weiß auch nicht, ob wir das... Naja, es hat ja auch noch die ganzen Horde-Modis und so. Also hier haben wir auf jeden Fall länglich immer... Ich kann zu dir nicht rüberwerfen, die Axt. Ja, ja, die prallt ab. Aber ich kann nicht erschießen. Alter, das geht mir ab. Guck mal. Also er muss gar nicht nachladen. Ja, ja. Abgefahren. Oh, krass. Jetzt ist die Waffe bestimmt überhitzt. Ich weiß nicht, ob ich die Axt oder... Ich nehme die Axt mit. Die Pumpgun. Damit werde ich irgendwie nicht so warm. Und sage, bereit machen. Jetzt musst du noch bereit machen sagen, dann geht's weiter. Das ist okay. Bin nämlich nicht so affig. Okay. Sag mal, ruckelt das? Wie viele Zuschauer sind eigentlich? Hm? Weiß ich nicht. Sag mal was. Mensch auf Mensch zielt man nicht. Oh, ist doch nur ein Spiel. Könnt ihr mal sagen, wie viele Zuschauer da sind? Was schreiben tun tatsächlich immer nur so 3-4. Ja, man könnte überhaupt kein Counter-Strike spielen. Wieso könnte man keinen Counter zeigen? Also wie viele Leute sind zu vier? Oh Gott. Hallo? Was? Ich habe nur gemeint, wie... Ah, jetzt bin ich hier unten. Hä? Keine Ahnung. Jetzt bin ich über dir. Ich würde die Axt fallen lassen. Ach so, ja, weil wir hier im Dreck stehen. Deswegen sind wir so tief. 17 Leute gucken zu, meint Kaska. Ah, cool. Dankeschön. Und Michael Nie meint auch 17. Sind wir so lustig. Aber ne? Was wolltest du eigentlich sagen? Du wolltest. Was ist so lustig? Ich wollte. Ne, ich finde das so lustig, dass das ist immer so, wenn man fragt, wie viele schauen zu. Oder wenn man irgendwas fragt, dann antworten die Leute für uns merkwürdig verzögert. Halt aber dann mehrere. Oh, diese Tussis, die so auf einen zukommen, sind auch gruselig, ne? Wow. Hey, dieser Schlamm sieht total krass plastisch aus. Das stimmt aber wirklich, ey. Haben sie gut gemacht. Schau dir mal den von Nahen an, der schaut echt verrückt aus. Auch die Kippenstummeln hier und sowas. Ich geh mal rein. Verrückt. Geh mal in Dreck suhlen, so wie du es sonst auch nur machst. Eklig, ich will hier raus. Wow. Ich finde aber tatsächlich, also, ihr merkt es schon selber, ne, dass da, durch diese ganze Mechaniken des Spiels... Ach, guck mal, die Steine. Hm? Das sind zwar eklige Zombies und so, aber das ist halt... Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ist, weil wir hier zu zweit sind, dass es nicht so gruselig ist. Ja, der erste unbedingt. Level im dunklen Wald, der war echt schon ziemlich gruselig, fand ich so. Da hätte ich keinen Bock gehabt, das alleine zu machen. Du findest die Grotte hier und die Kanalisation hier nicht so gruselig? Nö, die ist doch ganz romantisch. Guck mal. Mhm. Ja, die ist übersichtlicher, ja. Schön beleuchtet. Da kann nicht einer aus dem Wald kommen. Aber ganz schön dreckig auch. Coole Waffe. Warte. Oh mein Gott. Nein! Ich wollte sie hier ganz die doofe Axt haben. Von sowas habe ich doch die ganze Zeit geredet. Mann, jetzt. Oh, guck mal, die hängt nämlich auch an der Hand. Die hängt an der Hand. Ja, ne? Ist ja toll. Oh, wie schön. Na, da kannst du davon ausgehen, dass hier noch einer ist. Ja, ja, ist mir schon klar. Das weiß ich doch. Oh, hier ist auch ein komischer Raum. Alleine zocken ist besser gruselig. Sieht cool aus. Ja? Schau mal, cool. Hast du es durchgespielt, Dirk? Oder bist du noch mittendrin? Weil ich kann mir das auch vorstellen, weil man hier nicht gegenseitig so Witze machen kann. Total gruselig. Ich das ist dann gut. Irgendwie ein bisschen gruselig. Seht ihr diese Knarre? Das ist ja wohl so geil. 120 ja. Schuss. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, Affenpresser. Ich möchte gern einen First-Person-Shooter, der so ist.
Das ist ja geil. Ja, weil ich sie so anlegt, die Waffe, oder warum? Und wie lange, ja, ich weiß nicht, die fühlt sich halt ganz cool an, auch wenn man schießt, das Force-Feedback ist so cool. Wie lange hast du gebraucht, Dirk, für das Spiel? Also kommt nach Paris noch was, ja, ne? Lass dir doch die Überraschung nicht verderben. Ich glaube, es gibt 5 Level. Mann, ich hab die Waffe nicht. Doch, hier, die gibt's garantiert nochmal. Das war doch vorhin auch so, die Pumpgun lag auch dann alle Nase lang im Level rum. Ja, das stimmt schon. Oh, ist das gruselig hier. Hier ist übrigens ein Rohr. 4 Stunden und eine halbe. Na, ist und schau dir mal von hier oben den Rauch an. Das sieht auch echt cool aus. Ich wollte es gerade sagen, ne? Also hier durch die Fenster kommen so God Rays und das sind nicht einfach nur Strahlen, sondern da drin wabert auch so der Dunst. Also ich verstehe echt nicht. Ihr guckt euch bitte sowas an und dann versucht zu verstehen, warum Abduction aussieht wie eine N64-Portierung. Guck mal von da oben runter. Hier, das schaut super aus. Ja. Ja, das ist was ich cool finde, ist auch so ein Rohr da oben, diese Rohre da oben. Die haben sich echt viel Liebe zum Detail gegönnt. Oh. Oh, was denn? Zeit was? Für Liebe zum Detail. Dieses rote Licht. Sieht aus, als wäre die Nachbarin zum Leiber. Nach einem Kontrollventil. Ich habe doch gesagt, ein Kontrollventil. Ah, wir müssen wieder Code suchen. Okay. Okay, die alte Geschichte. Wo ist der Code? Wo ist der Code? Da ist der Affenpresser. Ja. Guck mal hier. Ich gehe dahin. Der alte Name Affenpresser. Kommst du mit? Ja, ich will jetzt auch so eine Waffe haben. Ja, ich mach mir. Aber es kommt ja. Aber was ein bisschen komisch ist, wenn man sie vors Gesicht hält, ja, und zwar nicht ganz hoch, dann rastet die Waffe so im Kopf ein. Das ist ein bisschen eigentümlich. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist tatsächlich, damit wir sie nicht wirklich vors Gesicht halten und das Tracking verdecken mit den Move-Controllern. Also das Tracking vom Kopf. Darum ist das. Aber es ist halt so ein bisschen ungewohnt. Ne? Ich halte sie eigentlich jetzt hier so, ich würde sagen, in Halshöhe. Und sie rutscht dann automatisch an mein Gesicht ran. Ich spinne. Aber durch diese Leuchtspurmunition kann man eigentlich auch sehr gut über so aus der Hüfte schießen. Habt ihr gesehen? Oh Gott, das Gewehr fühlt sich so gut an, Affenpresser. Ich leihe es dir mal, wenn du mir es wieder zurückgibst. Nein, ich werde schon ein eigenes kriegen. Ja. Passt schon. Ich hatte es außerdem schon im Dings in der Hand. Im? Glaube ich zumindest. Im Dings hattest du in der Hand? Horde-Modus. Nein, im Horde-Modus. Ich finde dieses Map so geil. Dieses Map ist geil. Diese Map. Das Gerät ist gut. Ich mach mal mein Licht an. Ja, mach mal dein Licht an. Du solltest aber eventuell das blaue Licht anmachen, weil wir suchen doch. Ach nee, guck mal da hinten. Da sind irgendwelche Schleusendinger. Blau kannst du ja tun. Ich hab's gefunden. Herde. Da muss ich drehen. Oh, das hat sich gefunden. Ja, ich komme zu dir. Ich drehe hier. Den ganzen. Oh, da kommt eine Spinne, warte. Nein. Gott, die hat auch wieder so einen Arm verloren. Dann hier. Ist das richtig? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach so, guck mal hier. Irgendwie, je mehr ich drehe, desto. Ach, nimm den Arm weg. Ich helfe dir doch nur. Ich habe hinter. Nee, geh nur das weg. Oh das Gott, ist warte, da kommen mehr. Ich werfe ihm den Arm auf. Ich glaube, ich muss drehen, dass es im grünen Bereich ist. Jetzt? Mhm. Alright. Affenpresser, er steht rum. Die hat kein Geräusch gemacht, die Olle. So, muss ich jetzt den Hebel nochmal umlegen? Oder was? Ja. Olle! Alter Schwede, scheiße. Ich komme zu dir. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Nö. Oder? Achso. Woher auch? Ja, weiß er nicht. Das erzählt sie doch immer. Da sind wir wieder weg. Doppelaxt kann ich wärmstens empfehlen. Ja, ja, habe ich auch schon gehabt. Aber das Problem bei den Äxten ist, die musst du die ganze Zeit in der Hand festhalten, ne? Kriegt man echt schwitzige Hände. Ah. Oh, scheiße. Lad nach, du Mistvieh. Oh Gott, wo kommen die denn immer her? Ja, die spawnen einfach so neben und hinter einem und so. Das ist. Da hinten kommt sie. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Mal die Seite übernehme ich jetzt mal wieder. Es gibt ja leider keine Seite, weil. Oh, oh Gott,
Alter. Alter! Ich geh jetzt aber echt zur Sache gerade. Ich muss mal nach meinem Leben gucken. Mein Leben ist halb verbraucht. Meins ist voll. Aber ich hab bald keine Munition mehr. Ich. Oh, oh. Scheiße. Das Lustige ist, kannst du mit der Waffe zuschlagen. Ach so. Oh, ich habe keine Patronen mehr. Ich weiß leider nicht, welche der Waffe das ist. Irgend so ein Maschinengewehr. Ich muss mal schnell zum Leben gehen, sonst geht's mir an den Kragen. So. Scheiße. Ich bin auch am Arsch. Wie im Arsch? Aber noch nicht tot. Nein, am Arsch. Alter, hier sind voll die Horden. Ich habe keine Munition mehr. Shit. Ah, Alter. Die sind so eklig. Wie sagst du das? Ah, in den... Aber ich verliere keine Energie, das ist voll geil. Die können mich so oft schlagen, wenn sie wollen. Und ich verliere so wenig Energie. So, in den Pistolen hatte ich noch Munition. Nur nicht im Gewehr. Scheiße, Mann. Ah! Was ist los? Weiß ich nicht. Was? Also, nee, das ist wieder so ein... Ah. Oh, witzig. Jetzt ist auf Englisch, Deutsch, komisch. You're doing almost as well as I would be in your place. Ich höre es Englisch. Nein, hören schon, aber die Text. The virus has blocked out the simulation subliminal messages. Not sure if you figured it out, but glaube ich. Brainwash you. Vorhin war hier nämlich der Text Englisch bei dieser Sequenz. So keep your eyes out for clues. Stay alive and fly casual. Fly casual, okay. Eigentümlich. Brauchst du Energie, da unten ist was. Nee, Energie habe ich, aber meine Munition ist alle. Wir müssen jetzt wieder zurück, oder was? Ich kann meine Knarre nicht benutzen. Dann hole ich mir noch. Also ich hole mir noch... das Geräusch. Ich hole mir schnell da unten noch die Energie und die Schuss. Warte mal, ich gehe schon bei mir auch mal Deutsch, mal Englisch. Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Also, keine Ahnung, was sie da verbaselt haben. Aber, ehrlich gesagt... Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Nee. Scheiße, Alter. Warte auf mich. Scheiße, ich hab mich erschrocken, ey. Wow. Okay, ich komme. Habt ihr schon herausgefunden, dass die großen Waffen an... dass die großen Waffen an... An was? An was? An den Kopf kleben oder so. Ja. Schreibt mal aber noch bitte... Schau mal das Licht. Dass die großen Waffen an... Das ist ein einziges Gejittere, aber es sieht so aus, als ob es einen Schein hätte. Als ob so. Ja, ich glaube, das ist wegen dieser Netz-Alpha-Map. Die Gewehre können ja auch an den Rücken stecken. Nein, echt jetzt? Das suchen wir nämlich die ganze Zeit. Jetzt muss der Alpha-Presser mal. Mach mal. Probier's mal. Ach, schade, es hat geklappt. Wenn sie runtergefallen hätte, hätte ich sie schnell gegriffen. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Geil. Ich wusste nicht, dass es geht. Sehr geil. Statt der Nahkampfwaffe. Aber dafür hast du jetzt ein Messer weniger. Ja, das ist doch so ein cooler Deal, oder? Ja, total. Das Messer will ich auch. Ich werfe das mal nach dem... warte mal. Jetzt sind wir hier. Gehen wir weiter? Okay. Was ja, zwei Wachen gehen rechts und links. Sehr geil. Nutzt du mehr Teleport oder Smooth? Immer so eine Mischung. Ich find's so lustig, dass man dieses Ding wegkloppen kann. Ja, sehr guter Tipp, Fightmite. Dankeschön. Ich hab die ganze Zeit mein Messer in der Hand, weil ich das noch nach irgendeinem Zombie werfen wollte. Das ist auch so cool. Auch schon mal wie abgefuckt diese Beule oder was. Das ist auch schon. So, Dirk Enseleit sagt jetzt ab ins Büro. Aha. Cool. Uah. Also was ist das überhaupt für eine Map? Paris heißt sie. Ach, das ist schon Paris? Ja, siehst du doch. Ja, der Eiffelturm. okay. Meinst du, man kann hier einfach runtergehen? Nee, geht nicht. Nee. Meinst du, es kommt noch mal eine Waffe? Ja, bestimmt. Hier oben ist eine Tür übrigens. Hier ist wieder so ein Drehding. Die wird nachher richtig assi auf dem Dach. Oh, aber jetzt nicht spoilern. Wir müssen das selber, da müssen wir durch. Wo bist du denn? Ich bin hier und guck mal runter, das schaut ganz lustig aus. Ich bin hier und interveniere. Also da oben ist eine Tür. Und hier ist zum Beispiel auch schon wieder so ein Drehding, hast du gesehen?
Achso, soll ich mal drehen? Ah, guck mal. Ich hab, Entschuldigung, ich dreh schon. Willst du drehen? Ich lass los. Kannst drehen. Nö, alles gut. Los, dreh. Danke. Dach war ein bisschen nervig. Okay, es scheint jetzt gleich eine Sequenz auf dem Dach zu geben und alle warnen davor. Oh oh. Okay. 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 Da kommen Zombies. Zombies. Die sind alle gemein. Der Boss wird. Der Boss von ihm. Hinter dir. Was? Oh shit. Spinnenmann. Spinnenmann. Okay, nimm du die Seite, okay, ich nehm die Seite, ja. Okay. Die sind alle da unten eingefärbt. Schau mal, sie kommen nicht mehr raus. Ich seh das schon. Von meiner Seite kommen gerade keine. Ich schieß bei deiner Seite mit. Sehr gerne. Sag mal, aber du schießt gar nicht, oder? Kann das sein? Du siehst aus, als wenn du eingeschlafen bist. Ah, jetzt kommen sie auch von der anderen Seite. Ich bin dauerfeuermäßig unterwegs. Ich schieß ihn voll in den Kopf. Oh, voll daneben. Ja. Oh, leer. Nimm die Messer. Nimm mal die Fäuste. Oder die Fäuste sind. Alter, das ist geil. Oh mein Gott. Diese Viecher. Die Fäuste sind super. Echt, boxst du die jetzt? Ja. Ich hab keinen Schuss mehr. Oh scheiße, ich hab auch keine mehr. Wir müssen. Granaten, ich hab eine Granate. Ja, nimm doch das Messer. Dann auf die Granate. Die muss man einfach nur werfen, oder? Ja, hä? Wenn ich was Scheiße ich baue, nee. Wird dein Vater genauso wie... Was? Was ist denn hier los? Warum kann ich denn nicht schießen? Jetzt lad nach. Mistding. Hier ist nirgendwo Munition. Wo bist denn du? Doch, doch, hier ist Munition gewesen. Ich weiß nicht. Leute, es tut mir leid. Ich kann gerade wieder nicht so viel lesen. Ich wünsche noch viel Spaß. Der Wecker ruft. Ja, alles klar, Mann. Danke für die ganzen Tipps. Und bis dann. Ey, jetzt ist hier Wasser reingelaufen. Kann das sein? Siehst du das? Nee, ich glaube, das war schon. Nein, wir sind doch da eben noch lang gegangen. Hier war doch... Im Kopf. Hier war doch eben ein Loch. Und jetzt kann man hier zur Tür gehen. Nee, nee. Nee? Da sind wir gekommen. Nee, ich glaube nicht. Doch, hier war doch... Ach, weißt du gar. Da liegt noch ein Messer? Okay. Okay. Aber jetzt sind wir eh durch. Chapter 1, genauso wie der Boss. Ich stecke die Waffe weg. So. Und komme. Ich habe für die Knarren, die sind alle, ja? Ich habe keine Munition und nichts. Verdammte Axt. Ich auch nicht, deshalb habe ich ein Messer. Ah, hier lag aber eben Robert Carden. Das Spiel werde ich mir holen. Mach es, ey. Also, es ist der Hammer. Guck mal. Aber ich glaube. Das ist ja verrückt. Der Spaß steigt echt, wenn du es noch mit einem Kollegen spielst. Also, guck mal, ich habe diese Karte gefunden, siehst du? Geil. Siehst du das? Ja. Und hier kann man jetzt irgendwas eingeben. Oh, cool. BBJB. Darm, what? Wow. Sorry. Da schau mal, das ist wieder ein Symbol. It's a secret language, yeah. We have to talk in this language. I don't know why. It's our job, yeah. We will get paid for speaking German. Hat schon wieder einer gesagt, wir sollen Englisch reden, oder? Nee, aber er versteht nicht, was wir sagen. So. Sag mal, hast du wieder Patronen? Ja, ich habe in den Pistolenpatronen, in dem Gewehr auch. Du kannst. Leg's mal hier hin. Wenn du hier am Eingang der Tür war ein Munitionspaket. Und da hinten hat sich auch gerade eins gespawnt. Die erscheinen nämlich immer wieder. Siehst du das, wohin ich hier zeige? Oh, ich bin. Aha. Aha. Wie bin ich jetzt hier runtergekommen? Ja, total strange. Ich hatte gerade einen Bug. Achso, komm mal her. Ich zeige mit meiner Lampe in die Richtung da. Ja, da ist Munition. Ja. Sehr schön, danke dir. Was mich auch interessiert, ist, dass... Achso, hier ist Energy ist auch gut, warte. Energy. Ghostbusters VR gibt es jetzt im PSN. Genau, wissen wir alle. Aber ich gehe fest davon aus, dass es totaler Scheiß ist. okay, jetzt check ich es mit dir. Im Moment nicht. Hier muss man sie reinstecken. Schau mal hin. Ja. Sieht cool aus. Ich warte aber noch, bevor wir was machen. Ich würde auch noch gerne ein bisschen Munition aufsammeln. Ich fühle mich nicht ganz wohl, wenn ich so
nackt vor den Feind trete. Du hast dich schon reingesteckt. Geht das doch relativ viel. Nee, man muss noch die Knöpfe drücken. Okay. Was ist mit meinem Paket? Ich drück mal alle bis auf einen. Und den drücke ich aus Versehen. Okay, was geht jetzt? Der Affenpresser, ne? Was soll ich sagen? Hallo Hansi, du siehst uns hier schon ganz schön in Hektik, ey. Wir haben schon einiges an Zombie-Abenteuern erlebt. Ah, hier ist Munition, komm. Munition? Jo. Genau. Also, Killing Floor gibt es momentan als digitalen Download. Ob der nochmal ein CD-Release hat oder nicht, weiß man natürlich immer nicht, ne? Das gab es ja mittlerweile nachträglich für ein paar Titel. Oder auch vorträglich. Aber das ist, ich weiß auch nicht, ich kenne nur einen Menschen, der absichtlich CDs sammelt. nämlich Evangelion aus unserem Discord. Und kurioserweise holt der sich auch jedes Scheißspiel, solange es auf CD ist, ja. Also wirklich echte, total die Kröten holt er sich, weil sie auf CD sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und mir ist es eigentlich wurscht. Ich hole mir gerne digital, weil dann muss ich nicht ständig CDs wechseln, ne? So, wollen wir weiter? Oder? Ja, und du kriegst es sofort und musst nicht warten. Okay, ja, du willst doch hier noch irgendwas sammeln. Guck mal hier um den Stuhl. Ich wollte schon längst rein. Ja, mach weiter. Ich setz mir okay, auf den Stuhl. Gut. Drück den letzten Knopf. Ich? Oder soll ich ihn drücken? Welchen denn? Ja, mach. Wo denn? Den. Oh nee, jetzt sind sie alle rot. Das war falsch. Genau, gleichzeitig drücken. Hallo, Thorsten. Ist auch ein schwieriges Rätsel übrigens. Die Karte da rein. Und was passiert jetzt? Thorsten? Was ist los? Weiß ich nicht. Wir gehen wieder raus. Warte mal kurz hier. Aufs Dach hat er doch schon gespoilert. Aber wieso müssen wir denn hier drauf? Warum da hinten so ein Feuer ist, das check ich auch nicht. Wir müssen hier eine Granate hinwerfen, warte. Ich bin mir sicher. Aber ach, das Quatsch. Hat nicht funktioniert. Ich konnte die Granate nicht... Ach, ich muss ja echt das Ding ziehen. Wusstest du das? Ja, natürlich. Warte, ich werf's da hin. Nein, das bedeutet nicht Granate. Ich würde nicht rauskennen jetzt. Nee, hab ich gemacht? Das ist es nicht. Wir haben hier gedrückt und ich schätze, jetzt müssen wir zur anderen raus. Tür gehen. Ja. Es würde nämlich keinen Sinn ergeben, wenn die andere Tür hier... Ah, guck mal, hier jetzt ist sie offen. Ja. Deswegen sind hier nämlich auch die Bretter. Weißt du, die Tür war verschlossen und ich habe mir schon gedacht, warum gibt es einen Bretterweg, einen Palettenweg, wenn man die gar nicht braucht. Oh, oh, da ist schon wieder so ein Pfeil. Das finde ich ja nicht geil. Alright. Oh, ich bin hängen geblieben. Was ist jetzt los? Nee, das ist schon wieder der Gasmaskenmann. Oh, nee. Hey, und hier, jetzt ist hier so ein Pferd. I'm about to blow your mind. Ready? Naja. Hosin is the bad guy. Boom! Shocker, right? I'm sure your brains are all messed up, so short recap. Kevin Claimley, Hosin's head scientist, went bonkers and experimented on himself. Added a tentacle, chain gun, that sort of stuff. Then he clones himself, and those clones make clones. Rinse. Okay, halt die Fresse. Big surprise, the clones went a little mad. Now Claimley calls himself the patriarch. Mach das. Cocky bastard. So the patriarch created what we call Zeds and assaulted London with them. Europe's almost entirely overrun. Uh-huh. The world's gone to hell in Horzine's handbasket, and they're not cleaning up after themselves. So it's up to us. Yay, go team. Ich bin auch nicht so sicher, ob euch diese merkwürdige Drogensequenz immer so flashig finde als Infoübermittlung. Echt komisch. Naja. Was soll's. Also okay. Ich geh nicht nochmal hier in den Dreck. Oh, scheiße. Ich höre schon wieder... Oh, ich kann Patron. Widerliches Zombie-Geschrei. Aber hier geht's nicht weiter. Was ist hier los? Hast du eigentlich die große Waffe noch? Ja, ja. Ach, wir müssen hier durch die Mauer. Ja, ja. Ist ja gut. Genau, ich habe die große noch auf dem Rücken, wenn alles gut geht. Ich bin mir aber sicher, dass wir die eine zweite oder so nur übersehen haben. Doch. Nein, ich habe alles abgesehen. Aber egal, ist auch nicht schlimm. Aber die ist total geil, ey. Oh. Die ist der absolute Flash. We're watching. Schau mal dieses Symbol hier an. Ja. Das ist
wollen. Okay. Das ist doch der, der Gasmaske. Ja, ja. You're watching. Hier ist übrigens Munition, ne? Falls du brauchst. Mhm, nö. Nee. Nein, ich brauche keine Munition. Nee, ich bin der Affenpresser. Okay. Ich habe genug. Ich presse auch mit meinen. Guck mal, hier ist ein ganz komisches Symbol an der Wand. Leuchte mal hier links mit der blauen Lampe hin. Was bist denn du? Ich komme. Siehst du das? Das kann ich nicht einsortieren. Da, wo ich hin zeige. Mhm. Aha. Was ist denn das? Ich hab dich doch da gerade hingemalt. Habe ich nicht. Mach mal die Tür auf. So niedrig gerade. Dein Helm ist von unten. Mhm. Warum gibt es kein VR-Chat? Keine Ahnung, Mann. Das ist, weil Software ist. Software entwickeln Leute. Und wenn Leute es nicht für PlayStation 4 entwickeln, dann gibt es es nicht. Bumm. Warum gibt es keine Einhörner? Ich weiß nicht, tatsächlich, ich war ja noch nicht in VR-Chat, aber ich glaube, da können halt unendlich viele Leute gleichzeitig live sein. Und das könnte tatsächlich, in der Theorie zumindest, für unsere schmalbrüstige PlayStation 4 einfach ein bisschen too much sein. Cool. Beide fummeln herum. Ich weiß es aber am Ende des Tages, schön weiß ich nicht. Schöne Farbe. Frisch gestrichen. Otto und frisch Bio gestrichen. Bio-Cola. Die Sorti. Bio-Cola. Wie kannst du denn bitte eine Bio-Cola geben? Was soll die denn sein? Hm. Guck mal, hier sind schöne Ledersessel. Ich penne erstmal eine Runde. Aber das ist cool hier. Schau mal hier. Oh, Fernsehen. Ich schau mal eine Runde Fernsehen. Ah, haben wir gleichzeitig auf das Ding geschossen? Ein Gedanke. Ja, haben wir. Was ist denn hier los, ey? Wäre ja cool, wenn es ausgegangen wäre oder kaputt zumindest. Ja. Ich hole mir meine Bio-Cola. The Taste of Hazard. Du, ich krieg schon wieder einen Text hier und es wird noch schlimmer. Lebenserhaltungsprogramm, Beginn, Aufmerksamkeit, Sets draußen, Gebäude. Versuch es, Obergeschoss mit Sicht auf die Straße zu kommen. Oh, oh. Aha. Oh, das sah jetzt fies aus. Schau mal hier das Bild an. Ich komme. Oh, scheiße. Sets von hinten, Digga. Aha. Naja, einer. Und rockt das Spiel? Ja. Definitiv, ja. Scheiße. Mistkerle. Alter. Warum sind das jetzt schon wieder so viele? Warte, ich werfe eine Granate. Wenn ich die Zeit hätte. Gute Idee eigentlich. Ich glaube, ich habe leider keine. Sonst hätte ich auch eine geworfen. Oh Gott. Ach komm, der ist wieder so ein Depp, ey. Ich komm zu dir. So. Ach, scheiße. Laden so langsam nach. Jetzt komm schon. Oh, ich bin fast im Arsch. Ich brauche Energie. Echt jetzt? Ich bin halb im Arsch, Alter. Schön. Lauf mal lieber rum. Ja, ich lauf rum. Hier ist auch. Du weißt doch, dass man Notenergie bekommt, wenn man richtig im Arsch ist, ne? Echt? Naja. Oh, da oben ist Energie. Da oben schwebt sie, aber wenn man, wie ich, jetzt beide Pistolen in der Hand hat, dann kann man die gerade nicht nehmen. Das ist auch immer sehr tricky. Da kannst du ja direkt fallen lassen, deswegen ist es ja so gut, sie einfach ach, scheiße, ja, daran habe ich nicht gedacht. Warum müssen unbedingt die also Zombies die äußeren nackt oben sein? Knöpfe. Weil es dann erotischer ist. Hast du die Energie genommen, die da war? Ja, aber ich habe keinen Schuss mehr. Und ich muss jetzt warten, bis die Energie neu spawnt oder so, weil ja, ich brauche eh auch Schuss. Kein Leben mehr. Ah, hier ist Energie. Komm, hol sie dir. Ich bin voll. Da-da-da. Ich bin so voll. Aber immer noch keine Waffe. Vorhin lagen diese Shotguns alle 3 Meter rum. Hier ist eine Axt schon mal, falls du eine benötigst. Nee. Du kannst übrigens auch die Axt dir auf den Rücken tun, anstatt eines der Messer, schätze ich. Aber komm schon, du benutzt die gerade nicht, dann leih sie mir einmal. Die kurz. Axt? Das Ding? Komm, nein, ja. Ja, ja. Danke. Das ist schon cool, ne? Aber die hat, schieß ja, mal. Fast keine Munition. Ja, das macht schon Bock. Vor allem, die geil. Hängt halt auch so cool an deinen Kopf, gell? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das Kopfgehänge weiß ich noch nicht, ob ich das so nein, präferiere, weil vom Aim-Controller kennt man, vom Aim-Controller kennt man das, dass man halt selber so zielen kann, ne?
Aber es gibt unterschiedliche Stufen. Ich wünschte mir, sie würden das Spiel auch nochmal komplett patchen, dass man es nur mit Zweihandwerfung spielt. Das wäre so geil. Ja, wollen sie ja vielleicht. Echt jetzt? Und dann Aim-Controller. Ja, ja, klar. Das wäre cool. So, ich hätte sie jetzt gerne wieder zurück. nee. Ja, okay. Hier, komm. Haha, doch. Oh. Hier. So ein Mistschwein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Aber ich habe überhaupt keine Patronen. Ich hab noch 6 Schuss. Wann haben die Zombies gelernt, sich auszuziehen? Oh. Schlauberg. Wer fragt denn das? Lost Assassin. Ach so, witzig. Den stört es, dass die Zombies nackt sind. So, hier ist noch Labans Energie. Mich stört es auch nicht. Keine Angst, mich stört es auch. Echt jetzt? Nein. Ich finde es nur lustig. Ich bin wieder zurückgelaufen auf der Suche nach Munition. Was ist keine da? Gibt keine. Nee, ich gehe jetzt hier die Treppen hoch. Ach, jetzt gehst du plötzlich die Treppen. Jetzt gehe ich plötzlich die Treppen hoch. Und suche weiterhin nach Munition. Lost Assassin lacht. 3 lachende Smilies. Da ist Munition. Yeah. Wie geil ist das? Guck mal. Oh, da ist eine Sniper. Die darfst du dir jetzt als erster nehmen, okay? Und hier, cool. hier ist dein Maschinengewehr. Komm her. Ja, ja, wo ist denn die Sniper? Ja, die liegt am Fenster. Ach da, ach geil. Möchtest du jetzt doch kein Gewehr mehr haben, was du dir an den Rücken heften kannst? Cool, cool, cool. Ich weiß noch nicht, was ich abwandern soll. Affe. Ja, ja, ja. Achso, ich hänge sie hinten an die Rücken. Hol dir doch erstmal das andere Ding, bevor es weitergeht. Das ist ja cool. Ja. Alter. Das ist. Wie lasse ich sie an den Rücken? Einfach nach hinten, so wie, ah, wie, und deshalb wie ein Messer. Hier jetzt auch ein Messer, ja. Perfekt, perfekt. Hier liegt ja auch ein Messer. Scheiße, muss ich jetzt. Oh, da sind sie. Oh, du musst nach jedem Schuss nachladen. Das ist ja nervig bei deinem Ding. Ach, hast du auch eine? Ja, ja, hier ist noch ein Fenster. Ach ja, schön. Die Waffe, die ich einmal allein hätte. Oh, ist ja super schwierig. Kann ich so einfach, ne? Boom. Sehr schön. Ach, oh, hinter mir ist einer. Was? Oh Gott. Ida, schaut so böse. Ja, gut, oh nein. Ich kann die jetzt nicht gebannen. Alter, komm mal hier in diesen Raum. Das ist ja abgefahren. Siehst du das? Hier sind so Kostüme. Oh, Handgranate. Hier in dem Raum. Das alleine könnte ich niemals spielen. Wieso denn? Wegen dem Kleid? Mit diesen Puppen. Das war bei Resident Evil schon so eklig mit diesen Schaufensterpuppen. Ja, aber hier ist schon was anderes. Guck mal, wir sind hier in irgendeinem, ich weiß auch nicht, ist das ein Modeladen? Hier sind so Stoffproben und Farbsamples und so. Ja, Moment mal, Moment mal. Moment mal. Ja, ja, komm her, komm. Ich finde aber hier die Mechanik, dass man die Waffen auch wegsteckt, wenn man sie gar nicht braucht, finde ich echt super. Gefällt mir. So, dann mache ich mal deinen Job hier, Affenpresser. Ne? Du hast einen seltenen Job. Ach so, hattest du gar keine. Was? Scharfschützengewehr. Doch. Oh Gott, jetzt habe ich 2. Ich kann nicht nachladen. Toll. Komplette Munition. Ich glaube, ich hole mir das Game auch. Ja, mach das, ey. Es ist sehr geil. Also ohne Quatsch. Sehr cooles Game und... Aber auf jeden Fall... ich meine, man kann das natürlich auch mit irgendeinem Fremden spielen, aber... Irgendwie habe ich jetzt keine Sicht mehr durch die Sniper-Dinger. Die sind schwarz. Alter. Ich lasse das liegen. Ah. Sind die jetzt weg? Nee, meint es wieder da. Komisch. Also ich finde es ja ganz nett mit diesen ganzen, dass man alles so realistisch macht. Die Sniper-Dinger funktionieren noch, aber ich kann nicht mehr durch das Visier gucken. Hast du das auch? Doch, das geht schon. Nee, bei mir ist schwarz. Ist ja komisch. Hä, jetzt habe ich mit der falschen Hand. Ich probiere es mal mit meiner normalen Knarre. Ach so, du kannst es ja auch einfach auf 4 nachladen. Geil, aber das macht schon Spaß, wenn sie weiter weg sind. Ich habe nur das Problem, sieht besser aus als Abduction. Meine Güte, ey. Alles sieht besser aus als Abduction. Nee, warte. Zelda auf dem N64 sah ein bisschen schlechter aus. Das macht voll Bock mit dem Scharfschützengewehr. Ich finde es gemein. Ich kann durch das Periskop nicht. Doch jetzt. Ah, man muss das voll dicht dran halten. Ey, du schießt mir die mal. Witzig. Lass mir mal den hier.
Okay, danke schön. Habe ich nicht gelassen. Doch. Hast da hinten du? Ist noch einer. Nein, ist er nicht. Ich nehme die rechts, du links, okay? Und ich schieße die voll im Kopf. Das ist geil. Ja, ich habe daneben geschossen. Oh, super. Das ist schon zu nervig, wenn man nachlegt. Ich habe ihn in den Rücken geschossen. Oh Gott. Das reicht schon. Meinst du? Komm aber noch mehr. Nee, nee. Zu mir hat er gesagt, wir sollen weitermachen. Okay, scheiße, ich treffe nicht. Alter. Okay, einen habe ich getroffen, auch in den Kopf. Jetzt gibt es eine Zeitlupe. So nervig. Die Nachladeautomatik ist ein bisschen nervig. Du kannst einfach auf Viereck drücken, wie bei den anderen. Oh Gott, echt? So ein Scheiß. Hm, aber vorhin ging es. Aber das Blöde ist, rechts bleibt es nicht klemmen. Ach so, doch. Tatsächlich. Ja, Viereck. Oder halt den linken. Den inneren Knopf. Aber dann lasse ich sie immer wieder fallen. Das ist auch strange. Die Waffe? Ja. Wieso, die hast du in der linken Hand fest? Oh Gott. Ja, aber wenn ich schieße, nach dem Schießen lasse ich sie fallen. Dabei. Nee, aber das meine ich. Nach dem Schießen hast du sie in der linken Hand und lädst mit der rechten Hand nach. So mache ich das. Ja, aber wenn du kannst auch auf Viereck drücken. Ja, dann lass es doch. Dann drück doch nicht auf Viereck. Mit einer Weil Hand das Spiel hat die komplette Mechanik irgendwie. Wenn du geschossen hast, ziehst du einfach die rechte Hand nach hinten. Das war's. Weißt du, was der Trick ist? Wenn du vorne nicht anfäst, kannst du mit einer Hand zielen und schießen und kannst auch direkt mit Viereck nachladen. Okay, kann man das auch alleine spielen? Ja, natürlich. Koop ist halt eine Option. Kannst auch komplett ganz normal als Single-Player-Spiel spielen. Aber wie lädst du nach? Ach so, alles klar. Ja, auch nicht schlecht, hast recht. Aber mit, einfacher. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber ja. Gibt's jetzt noch was? Nee, oder? Wir sind jetzt nee, schau mal, wo ich bin. Hier oben. Schau mal. Wo bist du? Hallo. Warum bist du da? Ich bin hier in der Wand. Hänge. Ich weiß ich nicht. Ich komme wieder runter. Keine Ahnung. Hast du auch schon mal einen Zombie mit einer Waffe K.O. geschlagen? Fragt jemand. Ja, klar. Hast du? Ja, klar. Geil, natürlich. Hat der noch nicht in seinem Leben einen Zombie mit einer Waffe K.O. geschlagen? Ich glaube, er meint hier im Spiel. Mann. Ach so, nur in echt. Ach so, nee, im Spiel nicht. Doch, doch, natürlich auch. Immer wenn mir die Munition ausgeht, hau ich in die Waffen gegen den Kopf. Echt? Das habe ich nämlich noch ja, gar klar. nicht gemacht. Echt? Das ist voll lustig, wenn du dich nicht mehr wehren kannst. Ist so einfach das, was du in der Hand hast. Weißt du was? Konnte man ich nicht jetzt runtergehen? Ah, nee. Wir kommen jetzt langsam aufs Dach. Und vorhin haben Leute gesagt, auf dem Dach. Ah, das ist krass. Ist das nicht gut? Hast du auch noch dein Scharfschützengewehr? Ja, ja. Ich denke, man braucht es vielleicht noch. Keine Ahnung. Ja, obwohl, jetzt haben wir doch die geilen. Ja. Nicht schlecht. Oh Gott. Ich kriege so Spinnendinger rum. Egal. Ich höre nur so ein Schreien. Die können übrigens durch die Bauern. Wir müssen hier rein. Durch, oder? Wir müssen hier rein. Aber dafür müssen wir erstmal wieder was auflösen. Hey, ich muss Waffe wegtun. Ich kann die nicht mehr gebrauchen. Das ist ja merkwürdig. Müssen wir hier wieder mit der. Ach, scheiße, ich hab mich auf. Alter. Du hast rein auch so. Schlepptau, ich leuchte mal mit. Alter. Siehst du da oben das Gas, was aus der Decken. Scheiße. Nee. Ich hau einfach mit dem Scharfschützengewehr, das funktioniert schon ganz gut. Aber da werden sie halt nur immer so zurückgestoßen, ne? Das ist keine Nee, Langfrist dann werden sie sauer. Gewesen. Dann werden sie noch aggressiver. Alter. Ach Gott, ich nehme jetzt mal eine andere Waffe. Hey, tschüss. Naja, muss auch, ey. Das ist ein Scharfschützengewehr einmal im Jahr. Alter, was ist denn hier? Warte, ich nehme eine Granate. Ja, Mama. Aber mach die nicht so dicht vor uns. Weg. Nicht schlecht. Geil. Vor die Headshot-Serie. Alter. Hast du noch Energie? Ich bin fast Arsch. Hab ich noch, aber scheiße, ich hab keine Munition. Ich bin tot. Fuck. Ungünstiger Augenblick, ey. Nächstes Mal schneller Bescheid sagen.
Fuck, ich hab nichts, was ich... Hau zu, ich hau hab zu! Nicht. Ich hab nichts! Hau einfach zu! Ist doch egal! Ja, ich bin wieder am Leben. Sehr gut. So eine Scheiße. Und wieder volle Energie, wie geil. Da muss man ey, das nächste Mal schnell hey, Bescheid mal, sagen. Der bleibt in der Tür hängen. Das ist ihn. Nein, lass ihn doch mal so. Hallo. Alter, jetzt habe ich nämlich ganz wenig... Achso, hier ist neue Energie. Wow. Oh Gottes Willen. Siehst du das Blut an der Tür? Ja, was ist denn mit dem? Oh Gott, ist das krass. Ich mag trotzdem die zwei Hand ganz am liebsten. Kann es sein, dass du dein Scharfschützengewehr jetzt hinten reingesteckt hast? Hast du. Und dein Maschinengewehr hast du da vorne hingeworfen. Wo ich hinzeige. Echt? Ja. Hier, da guck mal. Nein, hier liegt's. Hier liegt's. Hier ja, aber hier liegt auch eins. Schau, ich hab doch eins. Jetzt ist es weg. Hast du das? Hä, das lag bei mir hier hinter dem Strauch. Ja, keine Ahnung. Hast du übrigens hast du den Strauch hier gesehen? Oh mein Gott, der Strauch. Flache Polygone. Lass aufhören. Ja, wollte gerade sagen. Pass auf, du hast auf der linken Schulter das Scharfschützengewehr jetzt stecken. Warte, schmeiß ich mal weg. Okay. Yes. So bin ich mächtig. Du hast nur ein Messer. Ja, aber naja, ich weiß auch nicht. Ja. Okay, lass mal. Schau mal, das Schöne ist, wenn du es einmal da hinten geankert hast, dann kannst du es wegschmeißen und es landet gleich an meinem Rücken. Mach ich auch. Wegschmeißen. Rücken. Jo. Sehr gut. Alter. Gut. Aber nimmst du es mit, oder was? Ich nehme das Scharfschützengewehr auch mal mit. Ja klar, warum nicht? Ne? So, jetzt am Rücken. Müssen wir mal hier die Räume durchleuchten. Munition. Das Schöne bei dem Maschinengewehr ist eh, dass man eine Hand frei hat. Eine Hand frei hat. Aber man kann auch eine normale Handgun noch nehmen. Handgun noch das nehmen. Das finde ich geil. Ja. Findet er geil. Finde ich geil. Oh, guck mal, wir können hier rausgehen. Oh, schau mal hier die Bilder an. Das sind ja stylische Models. Vor allem dieser Typ da. Ich ging schau den mal an. Komm schon, wir müssen die schon anschauen. Ich glaube... Achso, wir brauchen hier mal Hinweise, ja. Du, ich habe den Weg längst gefunden, jetzt komm mal einfach mit. Komm, daller hier nicht rum. Aber hier ist geheime Hinweise. Nix Hinweise. Zackabum. Zackabum. Ja, dann sammelt sie. Die liegt hier eigentlich überall rum. Ja, ja. Hier ist Energie für dich. Energie, ich habe Energie. Mir geht's blendend. Was ich nicht habe, ist... Oh Gott, ich höre schon wieder die ganze Zeit Zombies. Nee, das war hier bei uns auf der Straße, glaube ich. Ah, okay. Also tatsächlich jetzt, das klang wirklich wie ein Zombie. Oh, hier geht's weiter. Ja, davon rede ich doch die ganze Zeit. Ich entdecke den Weg und warte die ganze Zeit. Hier links ist Munition, falls du noch welche brauchst. Rechts auch. Ja. Dann nehme ich die rechts. Schnell. Ach, schade. Affenpresse, voll das Schweinchen. Warte, da unten. Was ist da? Kann man eigentlich zwei Waffen am Rücken tun? Guck mal, hier liegen schon wieder Scharfschützengewehre. Ach geil, ich habe jetzt beide Waffen hinten am Rücken. Hörst du? Auch kein Messer mehr. Also die ja. Waffen. Also die ja, Waffen. Nimm sie halt doch auch wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Siehst du sie? Die kommen gleich. Von dem da hinten. Oh Gott, ich nehme links, du rechts, wie immer, oder was? Ich nehme den rechten von den beiden, ja. Hä? Oder das sind doch vier. Hä? Achso, ja, habe ich nicht gesehen. Ich kann nicht zielen. Wie lange ist die Spielzeit? Oh nein, meine Waffe ist runtergefallen. Die liegen hier überall rum. Hol dir eine neue. Okay. Dirk hat gesagt, er hat 4,5 Stunden gebraucht. Wir sind jetzt hier seit... Weiß ich gar nicht, 2,5 lässt die Mann auf Viereck, Lisa. Lässt die Mann auf... Alter. Ich höre mal auf, die Sachen zu lesen. Das ist manchmal einfach nur verwirrend. Lässt die man auf 4? Ich weiß es nicht. Welche Taste ist das, womit man die loslässt? Ich kann jetzt leider das Headset nicht abnehmen. Die äußere Taste jeweils. Genau, die äußere. Äußere und oberen Tasten. Welche auch immer das sein mag. Mit Viereck lädt man nach. Und das ist die linke, wenn ich mich nicht täusche. Einmal ist es, glaube ich, Viereck und einmal Dreieck. Bei der linken ist es Dreieck, bei der rechten Viereck. Sorry, Schreibfehler. Achso. Yes. Alter, es ist so schwammig.
Warte, den nächsten hab ich. Zack, scheiße, dran vorbeigeschossen. Okay. Nein, nein, ich habe ihn nicht erwischt. Hey, mit dem Aim wäre das so grandios, da wird es so viel mehr Spaß machen, das ja. Ziel. Ich nehme den rechten von den beiden, okay? Es sind immer vier, ich weiß nicht, was du willst, ey. Ach so, was willst du mir erzählen? Es sind immer vier Zombies und du sagst jedes Mal, ich nehme den rechten. Es ist total verwirrend. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt nicht nach rechts geschaut, nach links. Ja, ja, Affenpresser, ey. Ja, Affenpressere, der Verrückte. So. Da, in die Schulter, nein, nicht getroffen. Ja, weil es so schwammig ist. Dadurch wird es aber herausfordernd. Herausfordernd. Haben wir beide. Shit, danke. Meine Handgranate fallen lassen. Ah, jetzt kommt die Roof-Nummer. Vor der haben sie uns doch gewarnt. Ich möchte nicht aufs Dach. Da soll es ganz schrecklich sein. Ist doch cool. Doch cool. Ist das nicht, was ich freue mich schon, gehört? Hier liegt was. Ich kann nicht gehen. Ich stecke fest. Was ist das? Das war meine für dich. Beam dich. Beam dich. Beam dich. Beam dich. Was ist denn das? Was ist mit dem Kalender? Da lag was. Ja. Das ist wieder ein Muster, siehst du das? Aha. Links. Okay. Ich will sie an meinen Rücken machen. Kannst du. Hast du dir das Muster gemerkt? Nö. Ich schätze nämlich, wir müssen das jetzt irgendwo eingeben, in so einer Tür oder so. Ich kann es nicht, achso. Ich weiß leider nicht, wo wir weitergehen müssen. Uah. Was ist denn ich? Jetzt guck mal, jetzt klemme ich in der Tür hier oben. Das ist witzig. Hallo. Sag mal, aber kann ich beide Waffen an den Rücken haben? Irgendwie funktioniert es nicht. Nein, du hast schon beide Waffen an den Rücken. Okay? Achso, lass sie einfach los. Fallen? Du hast am Rücken ein Scharfschützengewehr und das andere Gewehr. Ah, perfekt. So, pass gut, auf, wir haben eine Aufgabe. Daten. Genau, wir müssen uns diese Formation merken irgendwie. Okay, 3.7. 13. 20. Ich glaube, wir müssen nur die Form wissen, glaube ich. Kann das sein? 3, ja, passt schon. Anyway, gucken wir mal. 5, 5, 7, 13, 20, 21, okay. So, aber ich weiß nicht, wo es lang geht. Links, rechts, keine Ahnung. Hier ist eine neue Tür aufgegangen. Gott, ist das gruselig. Eine Tür ist aber aufgegangen. Nee, hier waren wir schon. Da waren die coolen Models, hier an der Tafel, guck. Im Treppenhaus scheint es ein paar Passkartenleser zu geben. Achso, du, wir wissen jetzt den Code, aber dann brauchen wir wieder eine Passkarte auch, ja? Yes. Da müssen wir wahrscheinlich alle Zimmer durchsuchen. Ja, nee. Achso, die Karte. Im Treppenhaus ist der Code Laser. Ah, ja, tatsächlich. Wo hast du die letzte gefunden? Wo war das? Lag die auf dem Tisch oder was? Die lag direkt vor dem Kartenleser, deshalb dachte ich, die wäre auch da. Okay, das ist ja einfach. Aber ist hier nur ein Strauß aus. Du, oh Kinder. Scheiße, ey, ich habe hier einen anderen Kalender, der zeigt ein anderes Muster. So eine Scheiße. Echt? Der zeigt nämlich ein Kreuz. 6, 12, 13, 14, 20. Eieieiei. Na, das kann ja noch was werden. Ich mag keine Rätsel. Wir brauchen erstmal die Karte. Ich hab sie. Geil. Echt? Ich hab cool, sie. Wo? Da, liegt hier auf dem Tisch. Jetzt müssen wir nur ins Treppenhaus gehen. Was sollen denn diese Kalendergeschichten, ey? Das ist mysteriös. Na gut. Ich bin schon am Fahrstuhl. Okay, dann versuche ich mal zu dir zu kommen. Mhm. Ich sehe dich schon durch die Scheibe. Geil. Du ruckelst dir ab. Nein, du ruckelst dir ab. So. Beep, 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 beep. Los geht's. Das war der richtige. Was war beim anderen? Ich weiß nicht, was die Kalender da bedeuteten. Mit diesen Leuchtfeldern. Ach so, das steht ja auf der Karte. Der Code. Ja, eben. Braucht doch keine Sau. Vielleicht hätten wir so eine verrückte Welle ausgelöst, hätten wir die Codes von einem anderen gemacht. Oder ein Cheat. Oh, oh, oh nein. Aber hier sieht's cool aus. Der Eiffelturm ist richtig echt geworden. Meinst du? Schön weg mit euch. Okay, also ich habe 112 Schuss. Sind gerade 21 Zuschauer aktiv. Die Leuchtfelder braucht ihr später noch, echt? Du wedelst da mit der Knarre. Also die Muster, okay.
Okay, gucken wir mal. So, ich habe 222 Schuss in meiner Knarre. 114 in den Pistolen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich relativ gut aufgeladen bin. Ja, ich auch. Und jetzt böse Monster kommen könnten, wenn es nach mir geht. Hier liegt wieder Scharfschützengewehr. Hier liegt wer? Endlich. Wer denn? Disney, oh, Destiny Rocks. Ah, hi. Es geht. Ah, hier. Was denn? Ich gebe den linken einen, du den rechten, okay? Aber du weißt doch die Codes gar nicht. Doch, du hast den einen, ich habe den anderen mir gemerkt. Ohne Scheiß, ich habe mir den nicht wirklich gemerkt, ey. Oh. Jetzt ist schon wieder dieser Hacker. Das nervt. No worries, mate. Here comes the cavalry. We hacked together some tricks in the virus with our inside man's help. Fight mal, wir müssen jetzt eine halbe Stunde lang snipen. Like this one. The virus has hacked the simulation and the codes you need are downstairs. Handy, huh? Hurry, go find the codes. Just don't let Miss Ra-Ra Hosin know what's up. We're almost to where we need to be. Okay, die Codes haben wir tatsächlich schon gesehen. Dann gucken wir mal. Mein Handy ist fast leer. Dann guck doch mit dem Pad. Oh Scheiße, es sind vier Codes, Alter. Oh Mann. Woher wissen wir, hier der erste ist? Ja, das müssen wir ausprobieren. Hey, ich kann nicht mal was drücken. Es geht gar nicht. Codes and Calendars. Scheiße. Ah Gott, und du kannst nicht drücken? Doch, ich kann was drücken. Geh mal weg. Achso, jetzt. Ah, jetzt geht's. Oh, guck mal, der geht schon mal. Das war schon mal. Der geht nicht. Ich glaube, es gibt das richtige Feld für den richtigen Code. Wenn du verstehst, wie ich meine. Nee, aber ich natürlich verstehe ich, was du meinst. So, das war auch schon das Richtige. Oh, fuck. Zombie-Rohne. Hör auf damit. Mistkerl. Ich nehme die andere Seite. Was? Da ist nämlich schon so eine Frau. Da ist eine Frau? Ja, ich mit der Waffe. Irgendwie kommen sie jetzt nur noch von deiner Seite. Aua, aua. Hallo Tom Perry. Du siehst, wir sind gerade ein bisschen in Action. Oh Scheiße, die kommen auch von allen Seiten her jetzt wieder. Oh, ja, Mistkerl. Was magst du nicht? Diese Waffe nicht. Scheiße. Welche denn? Ja, diese Zweihandwaffen sind einfach schlecht. Naja, du musst nur zusehen, dass du weit genug weg bist damit. Ich geh mal weg. Tschüss, Mo. Ja, hau rein. Ich hab dich verlassen. Scheiße, Mann. Ich wollte eigentlich mein Gewehr schnappen. Da ist es. Ich hab nur so wenig Patronen. Hup. Alter Scheiß, jemand da, ne? Wo bist denn? Ich komm zu dir. Ah! Läuft doch. Uff. Oh, ich schwitze total. Ja, ich auch. So ein bisschen sweaty. Wie auch immer den ersten Code gefunden haben, bringen sie mehr davon. So, also das heißt, wir müssen unten noch zwei Codes suchen, ne? Du weißt Bescheid. Ja, ich bin auf dem Weg nach unten. Ich schau mal kurz, ob es hier hinten noch was gibt. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht sonst auch hier mal Feierabend machen oder so für heute. Oder meinst du? Willst du nicht das Level noch beenden? Ja, irgendwie schon. Ja, ich bin nur gerade echt, es ist ganz schön anstrengend irgendwie. Ja, wie du meinst, ich will dich nicht zwingen. Nee, versuchen wir nochmal. Ja, die Frage ist halt, ob wir da hier wieder anfangen können, weil sonst hätten wir alles. Ja, das stimmt. Pass mal auf, wir gehen jetzt mal systematisch alles nacheinander durch. Oh, sorry. So, hier sind wir reingekommen, da war der Kalender mit dem ersten Code, den haben wir aktiviert. Hier ist die nächste Tür. Genau, hier ist der Kalender mit dem zweiten Code, den habe ich aktiviert. Okay? Ja, ich verstehe dich. Okay, so, hier ist der nächste Raum und der Kalender mit dem offensichtlich dritten Code, der aussieht wie ein Hast du? Linkes L. Ah, ja, hab ich. Okay, suche Hast du ihn gesehen? Liste. Ja. Okay, also ein Bla, habe ich mir gemerkt. Und hier ist die Tür mit dem
Oh, hier geht's auch hoch, keine Ahnung. Wir gehen aber ins Büro mit einem, hoffentlich Kalender. Nein, hier ist keiner. Doch, hier ist einer. Ah, da, ich habe ihn gefunden. Okay, sehr schön. Und das Symbol ist wie eine Treppe. Also 19, 20, 21, 25 und dann bum, 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 bum. Willst du den auch mal angucken, um dir das zu merken? Oder bist Wenn du schon? Die Idee merken kannst, ich gebe den anderen gerade ein. Oder ah, okay, okay. Eingeben. Dann 1, 2, 1, 2, 1. Ich versuche mir den zu merken. Bist du schon wieder oben? Da ist ein Typ, wa? Der läuft immer weg. Ich weiß gar nicht mehr, wo es hochging. Ich finde den Ausgang. Ja, du warst doch gerade schon da. Du warst schon da, da ja, zurück. Ja. Du warst direkt vor mir. Ja, ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Ach, das macht Spaß, diese Knöpfe zu drücken. Oh, oh, ich habe Scheiße gebaut. Wieso? Kommen sie hier gleich hin. Weil ich glaube, jetzt kommen sie wieder. Ah, aber witzig, wie das Ding da oben sich langsam öffnet. Schau mal nach oben. Ich kann gerade nicht. Ich drücke den letzten Knopf. Was öffnet sich? Sehr schön. Was hat sich geöffnet? Das sah so aus. So, und jetzt haben sie gesagt, müssen wir eine halbe Stunde lang snipern, oder? Ach so. Naja, ich glaube, so ein Witz, oder? Weiß ich nicht. Die machen keine Witze im Chat. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich hole mir auf jeden Fall mal zur Sicherheit die... Ich meine, so, vielleicht müssen wir noch einen Knopf drücken. Dieses Ding hier steht ja hier irgendwo. Müssen wir auch. Guck mal, hier ist irgendwas. Die Klappe runter machen? Oder sowas? Klappe hoch machen, oder? Nee. Klappe hoch? Oh, ist das eigentümlich. Ah, da das Viech will mit uns reden. Das Viech? Rede. Sag schon was. Komm. Okay. Er sagt was. Good work, you two. I'm getting the extraction process up and running, but we still need that data. I'm seeing lots of Zed activity heading towards you. Keep an eye on the rooftops. You may want to grab that sniper rifle. Okay. Oh nein. Oh oh. Achtung, Alarm. Alarm. Und sind wir am Boden oder was? Ich weiß es nicht. Oh nee, ich höre aber hier oben was. Oh nein, guck mal, da oben. Oh. Ich sehe einen. Fuck. Oh Gott, der schießt mich ab. Ich habe auf ihn geschossen, aber der ist nicht tot. Von einmal. Jetzt ist er tot. Oh, und ich habe mein Gewehr fallen lassen. Also. Ja, das hasse ich so, dass man immer fallen lässt. Wo ist der andere? Da. Oh Gott, man lässt immer die Waffe fallen. Ich habe ihn einmal getroffen. Und wo ist er? Verdammt. Und zweimal getroffen. Oh und Gott, ich habe nicht nachgeladen. Bist herzlich eingeladen, ihn auch abzuschießen. Mach ich doch. Der da oben, oder? Der eine. Ja, ich habe ihn jetzt abgeschossen. Ja. Da ist noch der nächste. Ach scheiße, ey. Okay, die wachsen irgendwie nach dem Mistkerl. Das ist ja fies. Ich habe versucht, ihn in den Kopf zu schießen, aber das nicht so einfach. So, aber nach zwei Schüssen sind die eigentlich hinüber. Hallo, Otto. Ah, oh, fuck. Scheiße, hat mich getroffen. Oh, es geht immer weiter. Achso, das meinten aber die Jungs irgendwie, dass man jetzt hier ganz lange diese Typen schießen muss. Das Ausweichen ist jetzt auch nicht das. Frau, meine, der stirbt einfach nicht. Ich habe jetzt schon zweimal getroffen wieder. Wie ist die Grafik so? Du, die ist gut. Die ist eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen ist aber der Rest, die ganze Spielmechanik, ist richtig cool. Verdammte Scheiße. Jetzt komme ich aber hier durcheinander gerade. Ich wollte den auch gerade erschießen. Okay. Ach, ich glaub, da kommen sie schon wieder. Das ist fast einfacher. Ich find's ja eigentlich ganz witzig. Oh, da kommt einfach ein normaler. Oh, die hat die Lampe genommen. Welche Lampe? Ja. Kannst du bitte nicht so kryptisch reden? Anstatt der Waffe habe ich die Lampe genommen. Ach, da ist auch einer.
muss ich einfach immer ein bisschen bewegen, glaube ich, dann wird das schon. Naja, aber hinter uns kommen ja die anderen. Echt, ich hab noch... Ah, scheiße, ja, du hast recht. Ja, ich finde, Z hier ist schon noch eine Nummer cooler als Arizona Sunshine. Irgendwie, allein schon, weil, wieso, wie die Gegner reagieren. Ach so. Na, dann hauen wir mal rein. Viel Spaß. Scheiße, ey, aber die werden immer widerstandsfähiger, kann das sein? Dem letzten habe ich ja jetzt schon 3 aufgebrannt. Das stört den gar nicht. Achtung, Zombie. Alles klar, okay. Ja, jetzt, du musst versuchen, sie in den Kopf zu treffen. Unter den Kopf. Ja, und du musst den Controller so unter deinen Dings halten. Unter meinen Dings? Unter deinen Kinn, sorry. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Oh ja, sehr gut. Also wenn man sie direkt in den Kopf trifft, das ist sehr cool. Aber nicht so einfach. Oder du musst den Tank auf ihrem Rücken treffen, das hilft auch. Ach, das ist geil, ja. Ja. Sehr gut. Scheiße, ey, aber... Jetzt. Die sind ja echt penetrant, die Schweine. Oh Mann, und immer wenn ich genau in dem Visier habe, dann habe ich gerade nicht nachgedacht. Ah, perfekt, Tank getroffen. Cooler Tipp. So, ich habe mich mal aufgelevelt, ja. Tommy, guten Morgen. Ja, morgen, Tony. Du bist ja frühwach. Was hast denn du gerade für einen schrägen Rhythmus? Kommt schon, Zombie. What? Ey, den wollte ich gerade abschießen. Den hast du mir weggeklaut. Mit einem Schuss? Ja. Super, jetzt habe ich auch meine Taschenlampe genommen, um den Zombie zu erschießen. Shit, die Fackalo. Oh Gott, die kommen auch immer näher ran, kann das sein? Ja. Geil. Den einen habe ich einfach mal ganz entspannt in den Kopf geschossen. Mit einem Schuss. Dem zweiten übrigens auch. Lässig, ey. Mothensen, der hat so drauf. Wer ist Mothensen? Icke. Icke. Ach so, echt? Nein. Sehr schön. Wieder ein. Sag ich da. Da oben ist schon der nächste Kandidat. Aber ich find's angenehmer, mit einer Hand zu zielen. Ja, ja, also. So nicht? Ja, und vor allem Move Controller, Tommy. Ich finde die lustig. Die kommen so nah, so langsam nah. Ja, ja, oder die, näher. Die Sonne, dann kannst du so ganz genau auf den Kopf ziehen. Die hier rumlaufen, sind, die sind schon fast süß, ne? Die kommen also angetrottet, ja. So. Hey, so wie ich so ein, bin ein Zombie. Schieß mir. Jetzt habe ich einen von den Nah-Zombies mit dem Scharfschützengewehr abgeballert. Sehr schöner Schuss hier hinten. Ah. Wow. Ey, du wurdest eben getroffen. Naja, es gibt so viel Energie hier rumliegen. Naja, wer weiß. Das ist echt cool. So. Halbe Stunde ist gut, aber okay. Oh, ein Weilchen hat's gedauert. Okay, ja, wir sind tatsächlich durch. Boah. Jetzt kann ich aber auch mal eine Pause vertragen, ey. Ja, aber cool, dann haben wir ja noch ein, zwei Level vor uns. Ich denke, ja. Weil ich finde, es macht echt Spaß. Es ist so... Also... Oh Gott, was die da redet. Was? Was die da alles wieder redet, ey. Das ist... Vor allem stell dir.
Oh nee, das ist doch nicht. Alter, warum bist du da oben? Weil ich mal aufgestanden bin, mir tut der Arsch so weh. Ich sitze die ganze Zeit auf dem Tisch. Hallo Lenny, Dex. Warum sitzt du denn auf dem Tisch? Ja, weil, damit ich mitten vor der Kamera sitze. Ich habe ein Kissen auf dem Tisch, also so ein Couchkissen und sitze da drauf. Aber das wird mit der Zeit echt hart. Ich lieg in der Couch. Guck mal, man kann mit dem Scharfschützengewehr den anschauen. Aus der Nähe sieht aber komisch aus. Ich habe das Scharfschützengewehr vorhin weggeworfen. Okay. Naja, naja. Aber jetzt geht's noch weiter, ne? Ah, oh, es geht noch kurz weiter. Echt jetzt? Anscheinend, oder? Ach nee, wir müssen nur die DNA grabben. Hi everyone, so. Sagt X-Killer. Wir müssen nur die DNA grabschen. Ich will aber mal noch vorher mir mal bei Tageslicht die Waffe nochmal genauer anschauen. Die hier finde ich nämlich tatsächlich sehr cool. Das einzige Manko ist, wenn ein Zombie schon so dicht dran ist, dass du quasi, wenn du auf ihn schießt, der Lauf schon hinter ihm ist, dann triffst du ihn nicht mehr. Aber ansonsten, aus der Hüfte feuern, fühlt sich total cool an. Nee, Tommy, geht nicht mit Aim-Controller, nur beide Moves. Aber Affenpresser, hast du das gehört oder ist das ein Gerücht, dass sie auch einen Zweihand-Modus mit... Also, die haben es noch nicht ausgeschlossen, sagen wir mal so. Es wird wahrscheinlich okay. Nicht passieren. Genauso wie der Koop bei Dings. Bei Raw Data wollten sie auch immer noch den Koop nachliefern. Haben meinst sie aber du? Nie gemacht. Ja. Nee, da aber haben sie aber, auch nicht da so haben geil. Sie doch gesagt, so, ja, nee, wir haben festgestellt, nur 12% spielen den auf dem PC und deswegen haben wir ihn auf der PlayStation erst gar nicht installiert. Ach so. Ja, weil ich habe die angeschrieben, also Suvios ist das ja. Ja. Und habe dann gefragt, ob der, weil mir war halt wichtig Aim und Koop. Und dann meinten sie, Koop sind sie noch nicht sicher. Und da war halt kurz ein paar Tage vom Release Date. Und Aim ganz sicher nicht. Okay. Weil ich wusste gar nicht, was für ein Game ist. Dann gilt halt Aim. Das kann man bestimmt auch mit zwei Bananen spielen. Ja, definitiv. Ja? Hä? Alright. Wow, hier it's in France. I'm French. Yeah. We are in Paris right now. Huh? You see? La Tour de Eiffel? Und wir haben auch schon ein paar Franzosen getroffen. Und zwar im besten Fall zwischen die Augen mit einem Gewehr. So, Zombie ich schieße jetzt mal hier Tribut. Also es fühlt sich gut an. Ich mag das. So, Waffen wechseln. Quatsch, Munition. Sag mal, das sind schon dieselben, ne? Ey, schieß nicht auf. Nee. Okay, gut. Yeah, the Eiffel Tower. Bonsoir, Tommy. Bonjour. Hä? Aber ja. Es könnte gern mehr noch was in so heller Stadt sein. Heller Stadt cool sein? Gewesen. Heller Stadt ja, sein. Ja, in so einen hellen Maps, heller Stadt. Ja, ich mag das auch lieber. Deswegen mochte ich auch Arizona Sunshine, weil das halt echt in so einer recht freundlichen Atmosphäre war. Und deutsche Panzer getroffen... Okay, keine Ahnung, was Flaschenhals da redet. Ich greife jetzt die DNA und das bedeutet, wir kriegen ein Portal. Und wenn wir da durchgehen, dann haben wir den Level hinter uns. So, Kinder. Ja. Aber an der Stelle, ich weiß nicht, ich würde jetzt erstmal Pause machen. Ich muss nämlich dringend auf Klo. Und ich glaube, wir haben jetzt auch locker anderthalb, wenn nicht sogar zwei Stunden gespielt, ne? Ja. Ich muss auch langsam. Ja. Meine Pause und. Raw Data bringt im Koop mit Sicherheit mehr Spaß. Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Raw Data hat ja tatsächlich auch das Problem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das stürzt bei mir bei dem Level, zu dem ich bisher gekommen bin, stürzt es immer ab. Es macht Spaß. Wir jagen jetzt auf dem Presseherz. Ja, aber ich freue mich schon so auf Alvo oder Team Firewall, wenn ich das jetzt hier schon mache. Ich habe heute auf Steam Sachen recherchiert und habe wie heißt dieser dritte Shooter, der auch für die PSVR angekündigt ist? Zero Killed gefunden. Das ist ja auch im Steam Store so als kommt demnächst. Und ich weiß gar nicht, da ist ja so ein Trailer, wo auch definitiv die PlayStation VR mit vorkommt, ne? Ja, klar. Und tatsächlich, was da an Material zu sehen ist im Trailer, also ob das jetzt wirklich Ingame-Material ist oder nicht, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Du meinst jetzt dieses polnische Team?
Ja, genau. Wie heißen und, die? Weiß ich nicht, aber die haben ja auf jeden Fall auch Crossplay angekündigt, ne? Also das ja, Ding Albo auch. Zwischen PC und PlayStation Crossplay hat, so, das wäre sehr cool. Das Lustigste ist ja, dass Alvo im Grunde genau dasselbe ist wie dieses Zero Killed. Also die haben beide einen Aim-Support, haben beide Crossplay. Ich check's auch nicht. Also wirklich exakt das gelbe Game. Also aber kann sein. Von haben Alvo zweimal das Spiel? Gibt es definitiv nur einen gerenderten Trailer bisher. Also da bin ich auch noch vorsichtig, ne? Ich war heute auf der Seite von denen. Echt? Die haben schon die einzelnen Modis angekündigt. Also einmal irgendwie 5 gegen 5. Dann einmal jeder gegen jeden. Weißt du was, wenn du mir 20 Minuten Zeit gibst, dann kann ich auch eine Webseite machen, auf der ich Modis ankündige, ja, wenn du gut möchtest. Was am Ende rauskommt, weiß ich auch. Das ist, aua! Es gibt drei, vier Spiele, auf die habe ich ewig gewartet. Das war einmal dieses Chroma Gun mit Aim Controller und aber das ist doch noch gar nicht erschienen. Warum hast du darauf gewartet? Ja, weil ich, oder immer noch warte, weil ich mich freue, wenn es kommt. Aim-Controller-Spiele sind immer geil. Tatsächlich war es jetzt relativ ruhig um das Ding, ne? Der junge Mann hatte hin und wieder mal so Fotos und Blogbeiträge gepostet, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich im letzten, also in diesem Jahr nochmal was davon gehört hatte, von dem Chroma-Gun-Menschen. Das ist ja auch ein Deutscher. Ach echt? Ich habe nur gehört, die sitzen fleißig dran und so. Aber halt der Mansion Hunter sollte auch letztes Jahr im Dezember schon rauskommen. Das sah auch ganz cool aus. Sollte auch Aim-Controller unterstützen. Jetzt hört man auch nichts. Good night. Na gut. Na ja. Geh mal rein, oder? Wir werden mal gucken. Also vor allen Dingen, eigentlich fände ich einen First-Person-Shooter, der genau diese Mechanik hat hier, ne? Also diese Typen, die wir jetzt sind, mit den Halstern und so, das funktioniert wirklich alles sehr gut. Das erinnert mich ja, also gerade die Holster und sowas erinnert mich sehr an die Sachen, die ich auf dem PC mal ausprobiert habe jetzt. Onward und Onward und so. Und das funktioniert echt gut hier. Also. Ja, ich finde auch. Vielleicht gibt es ja auch überraschend hier einen M-Controller-Support. Nee, mehr wir kaufen. Multiplayer-Modus. So, weißt du, wie bei Farpoint einfach so nachgeliefert. Zack. Ja, das Problem ist, dass du hier keinen richtigen Körper hast, finde ich. Ja, so, ich gehe jetzt in das Ding hier rein, denn ich muss wirklich Schluss machen. Ich muss massiv auf Toilette. Genauer möchte ich da nicht drauf eingehen. Wir sind alle froh, dass du nicht genauer drauf eingehst. So. Hier, ich streichle deinen Kopf, du bist so weit unten. Ja, ich sitze. Hier. Eieieiei. Braver Mut. Darth Vader. Hey, wir haben einen Silbertrog gewonnen. Also ich zumindest. Weiß nicht, wie es dir geht. So, und liebe Zuschauer, das war's jetzt von uns. Mo Tensen und der Affenpresser. Ich kling mich mal hier aus und wir machen dann das nächste Mal weiter. Ich weiß noch nicht genau wann, das werden wir sehen. Aber ein bisschen haben wir noch vor uns, glaube ich. Ne? Alright, schön, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, einen Däumeling hochzugeben und falls Leute das später in der Konserve sehen, dann kommentiert auch gerne. Ich freue mich immer über Kommentare. Ansonsten, bye bye. Achso, jetzt könnt ihr den Affenpresser auch noch bye bye winken sehen. Tschüss. Da. Guck mal, jetzt haben wir die Waffen hier permanent alle. Sehr geil. Sehr geil. Sehr cool. Ich freue mich schon, wie es weitergeht. Sieht auch sehr cool aus da. Aber jetzt muss ich erstmal. Ich werfe dir noch ein Messer zu. Ich muss jetzt leider wirklich den Knopf drücken. Es liegt nicht mehr in meiner Macht. Wir können es auch.